geiles Adama-Club und ein Affe vorne Kamera, der ist nicht gut, weil wenn sich ein Affe und ein Kraut und ein Stößer und da hinten nicht der zweite Affe treffen, dann machen wir eine extrem geile Bolt-Action-Party bei uns im Adama-Club in Hasloch. Und zwar, Thomas, du bist super darin, wie die Kirche heißt. Saint-Mère-Église. Genau. Diese Kirche, da gab es einen extrem coolen Fallschirmjägerabsprung und diese Mission, die spielen wir jetzt heute nach. Ich und der Stefan, wir werden die Deutschen quasi übernehmen und Thomas und Tarek, Thomas ist hier irgendwo ganz oben auf dem Stuhl, die machen die amerikanischen Absprungtruppen und laut Szenario muss der Thomas von 36 Zoll Abstand quasi jetzt seine Einheiten runterrieseln lassen. Wir haben schon ein bisschen aufgebaut, die Deutschen sind verteilt in den verschiedenen Häusern drin, aber jetzt kommen die Amis ins Feld und machen den Absprung. Und das gucken wir uns mit der Kamera mit an. Ja, Thomas ist schon bereit. Lass sie fliegen. 36 Zoll Abstand soll man haben ungefähr. Und dann fliegen die Papierschnipsel. Ach, ich bin nicht am Arsch, die fliegen ja überall hin. Ja, genau. Ja. Und deshalb gibt es quasi jedes Männchen, also jeder Einzelsoldat. Da steht noch was drauf, was es ist. Genau, hier ne, ein Rifleman, noch ein Rifleman. Erster Nahkampf. Und so landen die Jungs jetzt halt einfach. Und das werden wir jetzt quasi mit allen euren Truppen machen, oder? Ja, ja, darfst du jetzt quasi nochmal 6 Zoll bewegen, dass sie sich sammeln quasi um den NC herum und dann ergeben sich da viele kleine, große Einheiten. Ja, auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, wie wir den Absprung gemacht haben. Das ziehen wir jetzt noch durch mit allen anderen Truppen und wenn dann die ganzen Schnips liegen, dann zeigen wir euch nochmal genau den Tisch, wie es aussieht und dann machen wir hier einen extrem geilen im Szenario Bold Action Spielbericht mit den zwei coolen Hessen. Weil 6 Zoll um die rum. Oh, hier bricht ein bisschen mehr Chaos aus, weil hier sind wirklich überall verteilt, dass die Amis gelandet haben. Dann ist es ja, dann ist es ja schon eine Einheit, weil die sich sammeln. Ja, ja, genau. Im Nahkampf, wenn sie noch leben danach. Das Problem ist nur, dass die dann mit zwei Einheiten jetzt in den Nahkampf gehen. Oh. Also mit zwei Index-Einheiten. Ah, ja. Ja, gut, da muss man aber ein bisschen aufteilen. Genau. Ich schon mal Glück gehabt, dass keiner da hier eben reingeflattert ist. Ich habe gedacht, da ist schon die Hälfte drin gewesen, dass es so aussehen. So, hier sind auch noch ein paar in den brennenden Häusern. Ich habe euch gesagt, ich zeige euch noch kurz den Tisch. Und zwar, das ist quasi die ganze Stadt, beziehungsweise das Schlachtfeld, ein Teil der Stadt. In der Mitte ist die große Kirche. Und jetzt haben wir hier einen Block, ein brennendes Haus aufgebaut. Und da hinten beim Tarik ist noch ein zweites brennendes Haus. Und in diesem Haus in der Ecke, plus in diesem großen Häuserkomplex hier und im großen Häuserkomplex hier drüben, da mussten wir jetzt quasi unsere deutschen Einheiten verstecken, die schlafen. Müssen wir während dem Spiel noch gucken, ob sie auch aufwachen und mitkriegen, dass hier gerade Krieg ausbricht. Und ja, und die Amis, die fallen jetzt runter. Und wie war das, wenn jeder Schnipsel, der in 6 Zoll um die Unerfahrenen liegt, da geht es als allererstes Nahkampf los. Und dann müssen sich die Einheiten sammeln. Thomas, misst doch kurz aus, wer alles in Nahkampf muss. Und dann geht doch schon die Würfelparty los. Ja, der. Also die, die jetzt 6 Zoll waren, die müssten sich jetzt auch schon in den Nahkampf direkt reinbewegen. Und es sind 3 Einheiten im Nahkampf. Zählen die Fallschirmjäger schon als Einheit, Tarek? Also die werden quasi eine Einheit, die jetzt hier mit der einen im Nahkampf sind. Okay, ich weiß gar nicht. Die anderen zwei hier noch, die können sich jetzt quasi zusammensammeln. Ja, die werden jetzt auch als Einheit gewürfelt, ja, ne? Das wird nicht einzeln, sondern das ist als Einheit. Ja, die sammeln sich quasi als zu einer Einheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Achso, wird es auch gleich ausgeführt? Ja, wird sofort ausgeführt. Das ist das Erste, was passiert. Das heißt, ich verwunde dich auf die 4 und du mich auf die 3, weil ich in Expo. Wer zählt als Angreifer? Simultan. Wie ich das mit mehreren Einheiten im Nachkampf? Gibt es so? Nee, deswegen muss das geteilt werden. Okay. Deswegen ist er jetzt bis jetzt halt auch allein mit den anderen im Nachkampf. Ja, ja. So, 6. Und noch 3, also 9 Angriffe, weil die Soldats, weil die MPs haben. Ja, ich hab die Tough Fighter, darfst du danach würfeln. Genau. Weil wir haben alle Rivals. Ich hab keinen NCO dabei. Was? Der NCO? Der NCO hat doch... ich hab die alle auf der Liste mit Rivals gemacht, so bin ich mir auf 57 Punkte gekommen. Sehr gut. Die Roten sind jetzt einfach mal vor. SMGs dabei. Die Roten sind die Tough Fighters. Also hier im Thomas sein der Veteran auf die Unerfahrenen. Ist tot? Ui. Sechser darfst du noch mal würfeln. Darf ich? Und nach dem Wissen nicht auswendig. Und ich würfel das theoretisch aber. Ich habe auch 4 ausgeschaltet. Durch diese Sonderregel, dass ich auf die 4 fahre. Da steht doch einer, dürfte weitermachen. Ja. Ach, warte mal, haben wir nicht Tough Fighter irgendwie sowas? Haben die ja, ich habe Tough Fighter. Ich habe jetzt schon 4 ausgeschaltet. Die Amis nicht? Ohne Assault Weapon nicht. Und dann hätte ich 5 ausgeschaltet.
Da war das waren 5. 5 und aber mir steht noch einer da. 2. Oder du hast 4 ausgeschaltet, oder? 4. Ich habe 4 ausgeschaltet. Es sind noch 2 sogar da. Ja. 1, 2. Und bei mir sind alle weg. 3. Ja. Wow. Ja, gut, danach mache ich dann der nächste, damit der Thomas ja nicht alles verliert. So. Also das war der erste Absprung von Thomas in der ersten Einheit und jetzt wird... Muss also die anderen bewegen kurz. Beziehungsweise noch ein zweiter Nahkampf, oder? Der kämpft mit denen hier, das ist eine andere Einheit. Ach so. Ja. Das war die da jetzt. Ah. Und die hauen jetzt auch nochmal zu. Da kämpft er zweimal, Thomas. Macht nichts. Halb so wild. Und 4, der blaue ist wohl erschossen. Tough-Fighter. Nix. Ja, der hat's. Der ist tot. Wie sind wir denn mit dem Sammeln? Machen wir das auch gleich oder gar nicht am Schluss? Ja, das ist jetzt direkt im Anschluss, diese 6 Zoll Bewegung. Aber da gibt es keinen Officer, auf den sie sich zubewegen können, weil den hat es eben schon genutzt, den NCO. Das heißt, die können sich jetzt irgendwie aufeinander zubewegen oder so, logischerweise, oder? Ja. Hier liegt noch einer und da. Und dort war auch noch 2 hier hin, ne? Also ja, soll den Nahkampf erstmal meiden. Können die in... Oder den Thomas vorlassen, den Nahkampf. Run the... Ja, ich komme ja ungefähr... Hui. Ich glaube, die schaffen es gar nicht, 6 Zoll aufeinander zu. Warum nicht? Ja, die würden ja rennen. Aber rein theoretisch können sie sich dort einem anderen Trupp dann anschließen. Ja, deswegen habe ich gedacht, das wird ganz auf Schluss gemacht, dass sie sich dort sammeln, weil dann NCOs da sehen und alles. Nein, hier steht aber... Ich glaube, wenn die sich jetzt so sammeln, wenn jetzt noch ein neuer Trupp kommt, dann können sie sich halt da anschließen. Ach, once all closest walls are resolved. Okay. Ja genau, ich glaube nämlich am Schluss... Weil okay. Dann kannst du dich zu den NCOs, die noch da stehen, hinbewegen und so Sachen. Okay. Aber die Schnipsel können weg hier. Also komm, breit mal vor und du schmeißt jetzt die zweite Einheit ab, Tarek, ne? Ja. Okay, das geht ja schon richtig verrückt los. Danke, okay, das macht sowas. Ja, Tarek ist auch bereit, hat sein Tablett bereit mit seiner Einheit drauf. Flieger! Ah, da müssen wir die gleiche Richtung wie der Thomas, gell? Und da kommt der Flieger. Wie hoch ist er? Messen wir mal. Ich hab nicht aufgepasst. Das kommt rein, ne? Ja, so ist gut. Ja. Jetzt einfach rumdrehen. Komm, die Fallschirmjäger. Oh, fast wäre gewesen, der Mann auf der Kirche. Ja, da gibt's aber auch einen Nahkampf schon wieder. Ja, hier gibt's auf jeden Fall auch einen Nahkampf. Wir werden hier gleich. Ja, gut, ja, gut, es ist keine ist normale. Okay, gut, der NCO steht schon mal gut, Harry. Ja, der ist gut abgeworfen, ja, der steht hier. Ein guter Sammelpunkt für die anderen. Niemand im brennenden Haus. Sehr gut. Niemand im brennenden Haus? Nein. Okay. Ne, weil wenn so ein Papierschnipsel, der einen Mann darstellt, in so ein brennendes Haus fällt, vorhin habe ich gesagt, der Block und der da drüben, die brennen, wenn sie da reinfallen, dann werden sie sofort quasi als Verlust entfernt. Achso, du hast ein paar Hase weggekriegt, weil wir brauchen ja noch ein paar übrig. Ja, ich baue dich mal kurz in Einheiten auf. Die 3. Oh, da geht's schon los. Oh. Hier waren Armee gestanden von den, was hast du, Luftwaffe, Jungs sind das, ne? Luftwaffe-Felddivision, ja. Die haben gleich erstmal den Fallschirmjäger abgestochen und der Fallschirmjäger hat sich dann selbst nicht retten können. Hat niemand abgestochen. Das war deine Landung, Tarek. Hier müssen wir noch ausmessen, wer ein 6 Zoll ist, ne? Ja, einer. Der dürfte auch noch sein. Gib mal kurz ein Maßband. Ja. Nee, nicht mehr, also die 2. 2 Mann im Nahkampf. Wir kämpfen gleichzeitig, ne? Niemand ist Angreifer oder irgendwas. Also ich habe hier 5 Osttruppler, die versuchen das Haus zu löschen. Und jetzt, zack, ist einer weg. Und 2 weg. Und 2 weg. Lass sie aber da stehen, dann für die Landung vielleicht ganz gut, oder? Dann müssen wir nachrücken. Was? Für die Trupps, ob die jetzt nachrücken müssen. Ach so, wisst ihr. Ach so. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, okay. So. Dann können die Schnipsel hier weg. Und jetzt, Thomas, lässt du die nächste Einheit abspringen, ne? Ja. Das macht jetzt mit der ganzen Armee. Ja, guck ich mal, wenn ich jetzt... Ja, wie ist das? Das sammeln wir uns auch zusammen in der Einheit. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja Vorteil für euch. Ja, natürlich. Ist ja egal, welche Kompanie. Hier ist halt auch das Tätigstelle. Doch, Thomas hat noch einen Trupp bereit. Hier oben liegt er drauf. Und dann ab auf Gesichtshöhe, Thomas, und umdrehen das Ding. Guck mal, wie er schon auspeilt, wo er landen will. Aber Kamin schon alle weg, bitte nicht nach. Oh, hier drüben bei mir sind ein paar gute. Ich glaube, das war gut, Thomas. Ja, der war gut. Sieht so aus, als ob hier nirgends irgendwie gleich Nahkampf starten würde.
Der hier, guck mal, da liegt zwar draußen, aber ich schiebe rein. Hinter mir, Thomas. So, ich das nicht viel. Ja, habe ich eben schwer dazugelernt. Wo haben wir den CEO da? Zack. Stefan, durch in diesem Haus auch Leute drin, ja, gell? Ja, die hier ist alles gut. Ah, der Mörser, okay. Die schlafen einfach. Ja. Gut, MG-Trupp. Die kommen rein mit dem Messer und machen erstmal zack, zack. Ja, Thomas kommt auch. Ich hab irgendwas runtergeschmissen. Hier ist nichts mit Ding, ne? Nachkampf diesmal. Ich glaub, dein. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Landeclip. Hier, ja, Tank, seine C47 ist bereit. Ich bin durch, Achtung. Ja. Du wirst schon getroffen von der Flak. Zack, guck mal, der falsche Jäger. Oh, da geht's schon Nahkampf. Beim Kraut sind wieder die Feuerwehrmänner am Start und stechen wieder ein paar falsche Jäger ab. Ansonsten, wo sind noch gelandet? Hier ist noch einer gelandet. Hier ist der NCO. Hier ist noch einer gelandet. Da ist der NCO. Ja. Alles klar, Tank baut kurz auf und dann würfeln wir die Nahkämpfe noch gleich durch. Da gibt's ja nicht viel zu würfeln. Oh, hier zwei SMKs ist der ist tot. Der Luftwaffe. Teil bringt aber noch einen. Ja. Zack. Ja, hier ist auch noch einer gelandet bei mir. Und ja, kämpfen mal. Einer tot. Ich bin zu viert. Und so. Auch einer tot. Zack, zack. Und dann gehen wir der Offizier. Ach, da ist noch ein Nahkampf. Oh, der Offizier. Ja. Okay, natürlich gleich. Und ich, du bist nicht unerfahren mit dem Offizier wahrscheinlich. Nein, danke. Sehr gut, und Kraut sein Offizier hat den Kampf überlebt. Gucken, wie es jetzt hier weitergeht mit den Absprüngen. Thomas, hast du die C47 bereit? So, Thomas, C47 geht los. Oh, einer ist schon abgestürzt. Den lassen wir gleich nochmal abspringen, der sitzt im nächsten Flieger. Was? Oh, ja, dann ist der weg. Nee, leg ihn doch her. Da, guck, weg ist keiner. Und, ja. Okay. Da gibt es auf jeden Fall einen Nahkampf. Ich raus. Ist das der weiteste, wo am weiteste reingeflogen ist? Ja. Okay, also haben wir nur einen Nahkampf. Ja. Ja. NCO. Zack, geht's los. NCO. Hier stößt sich extrem coole Armeebox. Und ab aufs Feld damit. Ja, Freunde, ihr seht jetzt, hier so das Szenario ist schon was total abgefahren ist. Ist eine ziemlich coole Aufstellungsregel, die wir hier haben. Haben wir selbst alle noch nie gespielt und werden wir dann auch jetzt während des Spiels dann rausfinden, ob es so spaßig weitergeht dann auch im Spiel. Auf jeden Fall. Also für die Armee geht es auch spaßig weiter. Ja, Tarik hat die C47 schon bereit und es geht wieder los. So, warte, wir haben mal einen Nahkampf. Ja. Bereit, Tarik? Ja, jetzt geht's los. Die Runde vom NCO. Ja. So, bei Windows, bei Better Products. Und hier drüber. Oh, hier drüber geht's los, oder was? Ja, die Bewohnerfalle gerade an den Rand schmeißen. Und jetzt geht hier, ja, eins sehe ich auf jeden Fall, wo auch ein Nahkampf ist. Im brennende Haus ist noch niemand gelandet, gell? Nee. Die machen das echt gut hier, euer Jungs. Das Feuer ist irgendwie, ist leider die Schütze weg. Oh, jetzt hier mal tief ins Feld zu mir hinten rein. Eieiei. Was ist da dahinter? Hier. Ah, perfekt gelandet, guck mal. Ich glaube, es wäre besser für euch, wenn ihr hier Landung durchführt und eine bessere Einheit bewegt. Ja, du sollst. Hier, meine Ostruppler sind wieder im Nahkampf gefangen mit einem Mann. Ja, du stichst einen ab. Ich stech auch einen. Also, zack. Geht ja auch nicht, fast alle gut geht. Thomas, hast du noch Flieger? Jetzt kommen die Waffenteams, Leute. Ja, jetzt kommen die Waffenteams, okay. Und mein Hakko. Ja, dann. Springen die auf einmal ab oder? Nee. Nee, die haben auch alle. Also okay. Im Prinzip waren sie immer, glaube ich, 12 Mann oder sowas. Ja, sie genau. Können die schon zusammen fliegen. Ich würde der Rest, bis halt, wenn der Flieger voll wird, mit dem Rest dann alles rein und abspringen und dann ist gut. Okay. Ja, Thomas bereitet schon mal das Flugzeug vor. Hast du noch was, Tarik? Ja, ist gleich, Thomas noch was. Also hier, Thomas Haku plus MMG-Teams. Den Sniper hast du noch, oder? Achso, Sniper habe ich auch noch. Die könnte ich auch noch dazu kommen. Der Sniper fliegt auch noch mit runter. Regen Medic oder so, der Sniper. Oder LMG und NMG ist halt so erstmal. Haha. So. Ups. Zack, oh, hier gibt es auf jeden Fall. Oh, ist kein Nahkampf. Sind ja schon Amis. Du hast einen kleinen Trupp schon gebildet, ist cool. Ja, das ist natürlich jetzt mit den MMG-Teams und den so mit diesen Teams ziemlich scheiße. Einer hier, einer hier, einer
Gut, du kannst ja nur als Ladeschütze auch irgendwie. Ja, er rennt halt einfach irgendeiner nur. Der, wo MMG draufsteht, das ist quasi der Mann mit dem MMG. Und dann rennen halt zwei Männer hin und machen die Ladeschütze und fertig, oder? Genau. Machen wir nicht lang rum. So. Dann tauschen wir einfach Thomas, irgendwas ist noch runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon auf Kurve habt. Ja. Alle die runterfallen gerade wieder an die Rand und dann ist gut. Ist das MMG von mir? Das ist doch ewig gelandet. Kannst du eigentlich aussuchen, wo jetzt der MMG wirklich steht? Das sind halt zwei Teams, oder? Du hast MMGs. Thomas baut auf und dann haben wir den. Nee, Nahkampf gab es keiner, ne? Nee. Ja, ich glaube, meine Osttruppen hier, die kriegen gleich gut eingeschenkt. Aber meine Wartung, wo ich hin war überhaupt? Ja, jetzt halte ich Gletscher C47, zielt nochmal, so gut wie es geht. Und dann. Halt, ohne Sound geht nichts. Oh, Stuka-Angriff. Boah, geht's hier ab, ja. Ja, haben wir Nahkampf, oder? Nee. Was ist, achso, die Waffenteams, die können natürlich keinen Nahkampf machen, ne? Weil nee. Sie sind ja noch gar nicht da, alles noch am Pennen. Wie habt ihr das gemacht mit den MMGs? Erstmal aufstellen und dann, die sammeln sich dann quasi und dann übernimmt halt einer den Ladeschütz. Irgendwo ist der Schnipsel mit dem MMG, ne? Ja, also wir wissen, die Rifles quasi, die MMGs jetzt. Bazooka ist hier gelandet, mein Chef. Zum Beispiel würden die dann ein Bazooka-Team bilden jetzt. Genau, genau. Ja, und hier als MMG können Sie ja gleich Dritt zusammen machen. Genau. Ja. Mein Sniper ist hier hinten gelandet. Hier ist auch noch einer vom MMG. Hier ist auch einer. Ja, perfekt. Normal. Nahkampf gibt es keiner, weil zu weit weg von den Unerfahrenen. Ne? Hast du wirklich einen Medic dabei? Nee, das ist der Typ von der Bazooka, glaube ich. Oh, die Nachzügler C47 bringen auch die Artillerie, den Mörser. Ach, und Thomas, viel Spaß. Ui. Zack. Angekommen. Ja, voll gut. Also hier ganz vorne. Die ersten falschen Springer haben ja schon die Einheit weggeklärt und ich würde es gleich im Mörser Nahkampf geben. Irgendwo muss der Schnipsel sein mit dem Waffenteam. LMG. Ist der hier gelandet im Mörser oder was? Da ist natürlich blöd. Ja, macht einer Sturmtiger. Okay, und das war die Aufstellung, oder? Jetzt sind wir uns bald noch 6 Zoll zusammen bewegen. Genau. Also jetzt sind alle Fallschirmjäger bzw. alle Amis auf dem Tisch. Die Nahkämpfe sind auch erledigt. Und jetzt geht es quasi darum, wo die ganzen NCOs stehen, die Waffen der Waffenteams und allgemein die Riflemen. Und jetzt dürfen sich die Amis noch einmal 6 Zoll mit jedem Modell bewegen, um Einheiten zu bilden, um dann quasi die Aufstellung abzuschließen. Und ich denke, das machen die Jungs einfach mal. Ja. Wir haben jetzt das so gemacht, dass, wenn jetzt hier zum Beispiel ich irgendwo ein LMG, oder hier nehmen wir den Mörser, der ist gerade gefallen. Der Mann mit dem Mörser, der ist jetzt der Referenzpunkt für den Mörser. Und jetzt rennen einfach 3 Männer dazu und bilden hier das Mörser-Team. Ja, weil jetzt der andere Kollege wäre da hinten und da hinten. Und 6 Zoll dürfen die sich unterwegen, ja? Die müssen jetzt ja 6 Runden lang rennen, bis sie ein Team bilden können. Okay. Ich hab jetzt dabei. So, Freunde, wie gesagt. Nachdem die ganzen Jungs hier runtergefallen sind, durfte ich jedes Modell nochmal 6 Zoll bewegen, um Einheiten zu bilden. Und jetzt sind die letzten Modelle noch am hier hin und her schieben. Und die Aufstellung steht quasi. Hier, der kleine Löschzug vom Stefan, der ist noch am Start mit dem Lieutenant. Eine Einheit ist schon dahin gerafft beim Absprung. Und jetzt geht's hier dann los mit meinem Stößer seinen Absprunggruppen. Ganz vorne mit dabei, der Mörser. Der steht ein bisschen verkehrt, macht aber nichts, so ist er gelandet. Und dann kommen hier noch verschiedene Einheiten. Einzelne Männer müssen jetzt im Laufe des Spiels noch zu Einheiten rennen, um sich anzuschließen. Da hinten ist noch ein MG-Team dabei. Hier ist der Lieutenant mit seiner kleinen Truppe. Noch mehr Fallschirmjäger, überall stehen sie rum. Mittendrin ist auch gleich noch ein Trupp vom Tarek, hat sich hier gesammelt. Noch mal ein paar MGs vom Stößer. Hier hinten sind noch vereinzelte Fallschirmjäger. Auch kleine Trupps, die sich dann hier in so Gärten gesammelt haben. Hier ist noch ein größerer Trupp sogar, hinterm Dach geht's weiter. Da ist noch ein bisschen Fallschirmjäger, Sniper. Da hinten ist Roman vom Tarek gefallen. Was ist noch dabei? Das ist nur der Lieutenant, ne? Sonst gar nichts. Ja, und sehr viele MGs hier an der Mauer. Und ganz hinten noch eine Bazooka, passend am LKW. Und was sind die drei? Auch einfach Fallschirmjäger, ne? Ja, genau, okay. Ja,
Und das war auch schon die ganze Aufstellung. Und jetzt geht es ganz normal weiter. Wir stecken alle Würfel in den Sack und werden dann einfach Runde 1 Bolt-Action-mäßig losgehen. Bei der Mission ich Nachtkampf. Und als Zusatz regel ich quasi, dass alle deutschen Einheiten, die in Häusern sind, die schlafen und dürfen bei 4 plus ihren Befehlswürfel quasi benutzen. Ansonsten schlafen sie einfach bis in der nächsten Runde. Wird es besser oder immer 4 plus? Immer 4 plus. Ne? Also die Kapitäne vielleicht auch das ganze Spiel. Genau. Ja, okay. Da müssen sie durch. Ja. Okay. Also Männer, dann machen wir mal die Würfel in den Sack und dann geht's auch gleich los. So, und dann geht's auch schon direkt los. Und zwar, ich mach die Hand in den Sack und zieh den hier raus. Und der ist gleich mal rot. Das bin ich. Hier, die Osttruppen. Die kriegt erstmal Snap to Action mit meinem General. Ich brauche noch einen roten Würfel. Da ist einer. Zack. Also der General kriegt Snap to Action. Und nimmt die Osttruppen mit. So. Und dann, der General muss anfangen, gell, irgendwie, sowas doch, nicht? Ja, also hier die Osttruppen, Drückeberger-Test, bam, gehen sie, Fuba. Friendly Fire. Da geht schon so los. Okay, also der erste Wurf gleich, Fuba, gucken wir mal, was sie machen. Mit der 3 sollten sie eigentlich wegrennen. Ja, ja. Weg von überall den Gegner, dann bleiben sie einfach im Dreck liegen und machen nichts. Ja, okay, Friendly also. Friendly Fire. Ja. Das ist schlimm genug. Mein General ganz verzweifelt, die Arschlöcher. Ja, gut, der rennt gleich. Der Druck noch mit aktivieren, ne? Der darf ja 2 aktivieren. Ja, die wollte aber. Nee, jetzt ist rum. Gib mal ein Maßband, bitte. Das ist kein General, das ist ein Second Lieutenant, der die Osttruppen. General! Der muss quasi das Feuer. Die Feuerlöschaktion. Hier, heben wir das. Rundstedt. Der muss die Feuerlöschaktion koordinieren, genau. Also hier 6 Zoll vor. Ja, kann ich machen, wie ich will. Ist so oder so stressig. Da ist eine Mauer. Ich bin innerhalb von Point Blank. Bin ich bei 2 plus und die schwere Deckung ist dann quasi 4 plus auf das MG-Team. Und wie war das mit Nachtkampf? Wann sehe ich sie überhaupt? Ja, 2 bis 6 auf jeden Fall. 3. Sehe ich nicht, ne? Wenn ich halt 6 weg bin. 2 bis 6. 3 Zoll. Warte. Ja, ne, da gibt es keinen Modifier. Es gibt doch nichts, dass man automatisch sieht. Nö. Ja, gut, dann sehen die es nicht. Also einmal Fuba und einmal außer Sicht. Der nächste Würfel raus und. Der war doch was? Die Fallschirmlandung fängt schon richtig exzellent an für mich. Achtung, was ist das hier? Oh, geht gleich weiter mit Rot. Oh ja, das ist. Oh, großartig. Ich hab mir auch gedacht, was. Hier, die Ostgruppen, der Drückeberger-Test. Ab in den Boden und. Das passt aber wirklich. Stefan, das ist ja echt spazier. Ach, dir bleibst dann hängen. Grün. Nein. Violett bin ich, Oliv. Ja. Zack, hier 3 Zoll sehen sie, aber hier ist ein guter Scheinwerfer, weil brennende Häuser machen einen 12 Zoll Radius aus drum, wo alles hell ist. Und ich sehe das MG-Team doch. Also hier 2 Sturmgewehre, Tarik. Und mit der schweren Deckung ist dann 3 Treffer, ne, auf Point Blank. Mhm. Und du bist Veteran, alles Veteran. Alles. Und dann sind... 2 Stück trotzdem tot. Ja, immerhin. 2 Mann tot, ein Pin und Moralcheck. Und dann darf ich weitermachen mit der Counterfeuer. Mein Moral-Test, der habe ich geschafft. Okay. Ja. Nachtkampf. Du musst ja trotzdem, oder? Was? Nee. Nee, ja. Ja, der Scharfschütze vom Tarik. Direkt mein Lieutenant, ne? Der hat noch ein Feuer dazu. Ja, also auch er steht natürlich im 12 Zoll Radius ums Haus, braucht man für den Nachtkampfregeln nichts zu würfeln. Du bist zu zweit, kein Pin, bei 3 plus geht's los. Natürlich nicht. Ja, das ist der Zweier für das Scharfschütze, auch beim Tachik läuft's richtig rund. Ja, Stefan, zieh mal du einen Würfel raus. Jawohl. Bist du gleich wieder dran? So, jetzt haben wir hier natürlich überall die Einheiten in den Häusern verteilt und die wachen bei 4 plus auf und ich versuche jetzt meinen Truck zu aktivieren und guck mal, ob es rafft, dass hier eine Landung läuft und mit der 1 rafft das nicht und dann geht der Down einfach, ne? Ja. Okay, zack. Also ich der quasi hier... Ja, sieh nur den Truck rein, doch aus dem Angreifen, wenn er da steht. Ich gehe stark davor aus, warum eigentlich nicht? Da steht das Fahrzeug, ob das mal drin sitzt oder nicht, da schießt man halt auf. Ich übernehme die Artillerie gleich. Oder? Rein mal an, Artillerie und los geht's! Zwei Würfel? Ja, Logo. So funktioniert das ja auch. So, wir machen jetzt hier mal einen Assault mit den 5 Mann. Die stürmen hier in das Gebäude rein, wo nämlich ein Sniper-Team vom Krauti versteckt ist. Und
da machen wir jetzt mal Alarm. Ich stelle die mal so hier ran erstmal. Wir wollen ja nicht kostbare Farbe vom Zinn runterkratzen. Dann kämpft er gleichzeitig halt, ne? Ja. Okay. Stefan macht. Keiner tot. Nix. Komm schön, jetzt ein Schachtel. Einen muss ich schon kriegen. Wo sind meine Rückbecher da? Vier. Ja! Ja, und da ist Sniper-Team schon weg. Und ein Würfel raus, ne? Ja. Also ein Würfel für den Stefan raus und einen neuen Würfel ziehen. Thomas macht weiter. Der Mörser macht einen Run in diese Richtung. Ja, Hauptsache weg vom Schuss erstmal. Genau. Verpisst sich der Mörser. Nee, Spotter bewegt sich automatisch mit beim Mörser. Ah, richtig, das, ja, klar. Gut. Entweder oder, ne? Die teilen sich einwürfen eigentlich. Entweder du kannst den Spotter bewegen. Das stimmt, sich entweder oder. Achso. Ja, gut, auf dem Fall kann der Spotter sich ruhig bewegen. Ja, dann doch mit, der zählt zum Team und gut ist. Aber er kann sich auch bewegen, wenn sich das Team bewegt. Oder? Nee, die haben einen eigenen Würfel. Einen Würfel, die sich teilen, aber entweder oder. Nein. Das Netbewegen ist ja immer, zählt er immer als Down. Das heißt, warte mal, dann dürfte der sich gar nicht bewegen, ja? Zwei Stück oder dann darf der Spotter sich nicht mitbewegen, sondern es darf sich nur das Team bewegen, das Spotter muss stehen bleiben. Das ist von der Hero, ne? Ja. Ich habe hier zwei ausgetauscht, yeah. Du musst schon draußen. Flasche ausgetauscht? Perfekt. Hat noch immer einen. Da gibt es noch einen neuen Würfel aus dem Sack. So. Wieder die Sack, yo. Nochmal eine Thomas. So, das Team hier. Macht einen Move und Shoot, also ein Advance. Wirklich keine 9 Zoll, ja? Nee. Warum denn nicht? Ich verstehe das Stefan gar nicht. Nee, wahrscheinlich verstehen die wenigsten, die das Video sehen. Aber letztes Jahr hat der Thomas dann quasi in seinem Schulbericht sich sehr weit bewegt. Aber cool, ging um den Keksmann. Ich komme noch gut als Spieler. Ah, ich habe den Kekse gekriegt, ja. Das war auch so ein. Das stimmt, das war Weihnachtszeitspiel. Ja. Die feuern auf die Einheit. Wie lange wir denn gespielt haben? Das ist ziemlich genau ein Jahr. Ja, das dürfte Haku lang sein. Haku und Fünfertrupp. Haku ist der. Der ist alleine, ja, danach den Fünfertrupp. Die sind 12 Zoll zum Brennen aus, wenn das reicht. Ja, ja. Die Köpfe abbrennen. Geh ich nicht down? Wir sind Amerikaner. Nein, ich meine der Kopf von der deutschen Armee. Dass die so katastrophal weitermachen wie die anderen. So, was braucht man? Die 13 Autoreifen, lange Reichweite 4, bewegt ist egal. Kleines okay. Team. Kein kleines Team mehr, doch. Ja, ich schaue auf den Druck. Auf die 4. Ach so, die Einheit wird beschossen. Ja. Drei Treffer. Drei Treffer auf die 3 verwunden. Oh, zwei. Ja, zweimal tot. Und du bist grün, ne? Ja, jetzt teste ich. Ich glaube 4 plus. Nee, bei 1 gibt es mehr Pins und bei 5 und 6 steigen sie auf. Das ist die 6, jetzt sind sie regulär. Darf ich nicht nochmal? Jetzt Veteran oder? Nee, nur Volkskanadiere dürfen zweimal würfeln. Okay, dann komme ich einen Pin und sie werden regular. Ja. Ja, so schlecht es bei mir läuft, so gut läuft es beim Kraut dann direkt. Ja, neue Würfel aus dem Sack, ja. Und der Thomas macht weiter. Ah. Run machen oder nur Advance? Nur Advance. Okay. Dann machen wir mal einen Advance zu der Mauer. Ja, mit dem MG, ne? Team, genau. Chuck. Ja. Na gut. Sehen tun sie wahrscheinlich nicht. Aber doch. Na, wird eng. Aber das ist. Ist AMG fixed? Ist fixed, ne? Ja. Das kommt noch dazu. Insofern ist. Stefan, sei so gut, zieh einen Würfel aus dem Sack. Ja. Tarik ist dran. Leider, aber. Ja. Was? Du greifst da. Ja. Leg los. Achso, ich gedacht, du wolltest Abwehrfeuer geben. Hier, Nahkampf. Kann ich das bisschen ab. Die drei Airborne-Jungs kämpfen gegen die Artilleriebesatzung. Und machen einen einer kaputt. Achso, das ist ja beim Nahkampf eigentlich egal. Ja. Vor allem bei der Artilleriebesatzung. Und jetzt, Achtung. Zack. Tötest mich natürlich. Oh, einer. Geht's weiter. Ja. Okay, 2 gegen 3. Zack. Oh. Das wird
Aber ja, nur einer. Nur einer? Ja, also einer lebt noch und die Artillerie ist kaputt. Zack. Hoppsa. Der ist weg. Das ist natürlich hart. Ein schönes Modell. Das war ein schönes Modell. Darf ich? Und ein neuer Würfel, Stefan. Und zwei weg, genau. Und zwei weg, ich geb's dir wieder ab. Ich hätte doch nicht reingenommen, find ich gut. Rot. Ich hab nur die Stunde. Hier in dem Haus, ich meine Großeinheit mit 10 Veteranen und bei 4 plus geht's los. Und das ist die 1, dann geht sie down. Oh, Grau, du musst alleine regeln. Neuer Würfel. Boah. Rot, muss ich aber eine kleine Einheit im Haus nehmen. Dann macht Dienst halt quasi Eskalation und reißt alles ein. Achtung, 7 Mann mit MPs bei 4 plus. Ja, das ist doch gut. Zack. Oh, von der 5 auf die 4 geschubt. So passt das, das war so Würfel, Männer. Ich hol's jetzt einfach raus und ignoriere das. Komm doch an, wenn ich kaputt mache, darf ich nochmal würfeln. Also, Achtung, Haus bewegt mal ganz. Ich kann ja eh Haus mit dem Run verlassen, oder? Nee. Nee, nur rein. Nee, rein nur mit einem Run. Raus kannst du auch nicht ran. Ja, dann holt man hier raus. Und das, die Tür war in der Mitte. Tür, genau. Dann gehen wir hier 6 Zoll. Pinpoint blank. Mach darüber. Und dann bitte keine Einzelwürfel. Ja, ich sehe sie doch eh nicht. Ja, ich gehe auf jeden Fall down, also. Ja, erstmal muss er also gucken, ob er sie sieht. Ja, aber das erschwert es ja, wenn ich down bin. Na, ja. Der muss aber erst einen Schuss machen, oder? Wenn sie down sind. Ja, down, der muss der wirklich schon dran liegen. Ja, und jetzt so noch, nicht. Also mal 2W6. Ob du es siehst. Ja, 7. 7, das langt, oder? Und jetzt Feuer. Kannst du aber trotzdem down. Du gehst trotzdem down, wahrscheinlich. Ich gehe trotzdem down gehen, ne? Okay, Achtung. Weil wenn ich jetzt down gewesen wäre, hätte er mich nicht gesehen. Okay, das sind 4 MPs in Point Blank, eine nicht in Point Blank. Die, wo nicht in Point Blank ist, ist dann quasi lange Reichweite und kleines Team und down. Ist die 7. Ist die 7. Nix. Für die 2 Gewehre ist auch die 7. Nix. Und die 4 MPs, die sind auf Point Blank und down und kleines Team, ist die 6 einfach. Wobei, ist doch besser, kleines Team. Die haben eine andere Schlange Reichweite noch dabei. Das ist ja, das sind 7. Und jetzt ist kurz die 6. Reichweite. Bei 2 plus, down, ja, ist die 6, andere war 8. 3. Keine 3, ja. 3 Hits ist die 6 und Point Blank ist die 5, oder? Gut, 5 waren, 2 sind genau dabei. Aber ja. Ja, stimmt, Point Blank waren heute dabei, ja. So, ja, einer tot, die 6. Ich keine Folge 6. Ja, und der haut ab. Das war dann mit der Bazooka, ne? Mhm. Ja, das ist schon sehr gut. Raus. Gut, sehr gut, durch meinen Truck, der pennt. Ich mach weiter. Und ein Würfel raus von Tavi. Hier in dem Haus habe ich 5 Mann mit LMG und bei 4 plus dürfen sie schießen. Ja. Und dann nutzen sie die als Ziel. Aber hier ist nichts Brennendes am Start. Die haben auch nicht geschossen. Das heißt 2W6. Mit der 4 sehe ich sie gar nicht. Und dann ist das auch erledigt. Thomas, bitte neue Würfel. Ich glaub, das Kraut auf einmal. Wenn ich hier die Würfel, wenn sie denn aufwachen. Also hier gibt es einen Feuerbefehl für den Trupp im Haus, wenn sie aufwachen, ja. Kommt. Ja. Ja, Kraut hat keine Schmerznasen. Dann feuern wir 2 LMGs auf diese 3 Typen hier vorne. Guck mal, ob du sie siehst. Ja. Ja. 5 Zoll, ja. Ein Stauchmoss, oder? Ja, da gehen wir down. Da haben wir dann den Möbel. In dem Haus sind die, ne? Mhm. Ja, gut. Das ist Point Blank auf die 2 und down auf die 4. Ja, neuer Würfel. Rot. Hier hinten ist noch mein 222er geparkt. Und auch er muss gucken, ob er wach wird. Und mit der 4 wird er wach. Und jetzt kann ich ihn quasi bewegen. Also 3 Zoll vor, erste Drehung. 7, sind wir bei 10, zweite Drehung. Und dann können wir noch 2 Zoll fahren. Ja, fast ein Stückchen vor. Und versuch, den abzuschießen mit dem MG. Und der ist entfernt 9 Zoll. Das heißt, es wird schon eng, dass ich den sehe.
Ist der jetzt plus 6 lange, oder? 9, dann sehe ich ihn. Schon sehr gut. Ja, das sind ja die geilen Kornwürfel. Kennst du ihn noch? Bewegt, ein kleines Team, auf die 5. Gut, okay, das soll jetzt eigentlich nicht so schwierig, ja, aber nur ein Pin. Ja, sind immer noch Veteranen. Thomas, neue Würfel. Ein Pinmarker. Und ein Pinmarker dann, genau. Und Einheit. Das ist ein 5er-Trupp mit 2 LMGs, die gehen runter. Ja, hier ist ein Wurf fürs Aufwachen, ich warte, spielt mit der Kamera. Und versuchen, den hier zu sehen. 2 Einser? Ja. Ja, dann sind sie blind. Der Mann ist wie versteckt im Dunkeln. Ja, neue Würfel. Ist das ganze Spiel über Nachtkampf oder wird es hell irgendwann? Ab der dritten Runde. Ja. Okay. Und Kraut macht weiter. Ich muss aber testen, ob es... Hier, die Luftwaffe kriegt Advance und der Befehlscheck. Läuft, sind der jetzt regular, Pinmarker weg. Die laufen 6 Zoll hier rüber. Da stehen noch ein paar Airborne-Jungs rum. Versuche die zu erledigen. Hast du irgendwelche Spezialwaffen? Ein SMG. Schon und noch 2 Rifles. Die mir da? Guck mal, ob sie siehst. Achso, ob ich sie sehe. Ja. Ja, das läuft. 4 Zoll. Ja. Auf jeden Fall. Ah. Und dann. 3 Rifles sehen, gell? Ja. Nur noch 6. Echt? Ja. Was heißt minus 6? Auf den Wurf, oder? Minus 6 Zoll. Minus 6 Zoll. Ja, dann muss man quasi jetzt 10 Würfel, um die zu sehen, wenn man 4 Zoll dran steht. Ich habe das Team, ist wie schon. Okay, okay. Ja, dann ist dunkel. Gut. Steh im Schatten von der Kirche. Thomas macht weiter. Diese 2 Einzelkämpfer, also 2 Einzelkämpfer, wollen sich dem größeren Trupp davor anschließen und machen sich die Tatsache zunutze, dass der Zaun hier kaputt ist. Deswegen spurten die jetzt hier durch bis zu diesem Viererteam. Schock. Schock. Fertig. Neue Würfel. Na? Na? Voll weit im Zoom. Na? Das LMG-Team versucht jetzt auf die 4 Plus was zu sehen. Erstmal wach zu hören? Ja, also dann können sie einen Feuerbefehl machen, aus dem Fenster raus und auf diese Einheit. Mhm. Und du stehst natürlich direkt neben dem brennenden Haus und sehe ich dich. Mhm. Aber ich gucke trotzdem, wie weit ich weg bin. Vielleicht reicht es ja noch für die. Für ein Gewehr wäre es dann, die aus dem Fenster dafür nur zu zweit schieße. Aber ja, das ist gut. Auch lange Reichweite das LMG, oder? Für beides lange Reichweite. Mhm. Ja. Das heißt, 6 Schuss auf die 4. Magst du down gehen? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch? Nee. Okay. Dann sind es 5 Treffer. Auf die 5. Alles Veteranen bei euch, gell? Und ein Toter. Und ein Pin. Okay. Gut, dass du dir weggelaufen bist. Ein Würfel. Tarik. Hier mein Trupp, Airborne ganz normal, versucht hier den Mörser im Haus anzugreifen, beziehungsweise versuchen, die machen das. Schlagen wir gleichzeitig zu. Wir haben jetzt uns dazu entschlossen, dass der Spotter mitkämpft, weil er direkt daneben steht. Okay. Ich verwunde auf die 5. Einer. Einer. Ist gut. Du bist regulär? Ja. Ja, 2. 2. Achso, ich hätte jetzt SMG einzuwerfen sollen, damit ich wüsste, wer nicht wiederholen dürfte, ne? Aber ja, ist ja egal. Du bist jetzt im Haus und der Mörser ist quasi nicht mehr im Haus. Das heißt, ein Würfel für den Kraut aus dem Sack und ich geb den mal, oder? Ja. Nächste Würfel ziehen. Oh, ist das ein Heavy Mortar? Ah ja. Hab ich gleich gesagt, Spinnstu und hab ihn kaputt gemacht. Spinnstu, hab ich gesagt. Ja. Oder Mörser ins Haus zu stellen. Ist ja der rauskommt, ne? Ja gut, wurde ja ein bisschen gezwungen dazu. Ich. Thomas macht weiter.
Yes, ja, Thomas ist dran und strahlt wie ein Putzeimer. My first lieutenant makes a snap to action. Oh. Für die Einzeleinheit, für sich selbst und für diese vier Einheiten mit dem Pin. Ja. Wir fangen mal an mit dem Lieutenant selbst, der im Prinzip nichts anderes machen soll, als hier um die Hausecke sich bewegen. So. Es geht ums andere Haus, dass ich auf jeden Fall nichts mehr sehe. Ja. Der Weg ist hier nur weg, der fliegt sich nur. Ja, zack. Das war ein Advance. Yes. Die Einzeleinheit soll sich dem Chefe hier anschließen. Ja. Da ist Schack. Hier hin, das ist auch wieder ein Advance. Dann verliert er seinen Würfel, ne? Ja, der Würfel kommt jetzt weg, genau. Und die Vierereinheit, die müssen jetzt sowieso erstmal testen, ob das überhaupt so funktioniert. Die Idee ist, dass die hier in dieses Haus reinsprinten, in die Town Hall, in das Hotel. Ja, dann mache ich den Check. Dann mache ich so einen Check, genau. Check mal. Haben die Pin oder was? Ja. Also Pin. Die MG. Und ist denen völlig egal, Pin weg. Und ab ins Haus. Und ab ins Haus. Wenn ins Haus ich eh Run-Befehl, kann man den mal schießen. Dann nutze ich die Möglichkeit und ziehe Würfel. Und der ist dunkelgrün. Also das MG auf den Lieutenant, das ist quasi, sind wir noch mit 6 Zoll? Ja. Mach's mal durch. Weiter als 6 Zoll. Ja, bei 4 dann. Ja, ich bin regulär. Mach ihn mal nicht tot, ist ja voll scheiße. Oh, gut, aber so ist es auch nicht so. Gib mir bitte 2 Würfel. Weil mein Lieutenant muss jetzt so machen und dann ist alles gut. Zack. Das sei doch noch 2 Herzen bestellt, habe ich gern. Neuer Würfel. Ich bin Captain, der kann da hier nichts machen. Ah. Ich brauche einen neuen Würfel, Entschuldigung. Hier wie bei der Brücke von Arnhem, der Sean Connery, der sich dann den ganzen Tag nur versteckt. Der geht gerade rein und denkt, ey, ich bleibe hier. Mein Offizier geht hier ins Haus. Ja, zack, run, ist er weg. Neuer Würfel. Tarek. Ist wieder. Also mein Lieutenant hinten in der Ecke kriegt einen Advance-Befehl und ja, vorher dann auf deinen Lieutenant. Achso, das Bier ist im Winter, das macht nicht platt. Hm. Ja, 4 plus, kleines Tief halt. Fertig. Oder ist das Submachine Gun? Der eine hat eine Submachine Gun, der andere hat ein Gewehr. Gut, die Submachine Gun kriegst du auf die 5. Ne. Na, trifft. Bei 4 plus? Winter ist da eine Scharfschütze, ey. Oh, verwundet aber nicht. So, 2. Pin, unten noch ein neuer Würfel aus dem Sack. Stefan. Hat er jetzt schon Deckung durch die Pins, auf jeden Fall wieder sind. Schwarz. Ja, der erleuchtet. Kannst du mich von dem Lieutenant befreien? Nee, okay. Rüber, sodass ich dann schön im Sichtfeld habe und noch in der Ruine stehe und der nächste Runde feiere. Ja, also im MG-Team hat sich dann die Ruine bewegt, ne? Wunderbar. Okay. Advance. Halt mal, auf die 4 Plus, ob sie überhaupt auf war. Die schlafen noch. Ja. Ja, die schlafen natürlich noch, auch du. Nee. Alles gut. Alles gut. Gut. Beim Herrn Kraut, Zucht in Ordnung. Alter, Herr Kraut, ich pick, was würfelt auch. Da ich auch, wenn sie wach sein sollen. Komm, geh mal deinen Nahkampf. Jetzt doch noch nicht. Doch. Ich hab auch. Also, hier mein Druck, der greift den Druck hier im Haus an. 12 Zoll. Und die haben ja schon einen Befehl ausgeführt, glaube ich, ne? Ja. Und daher kein Abwehrfeuer. Aber gleichzeitig schlagen wir zu. Mann, weg bei der Ranas? Nein, mit der Ran. Uiuiui. Ui, ui. Ja, einer ist direkt im Brunnen gelandet. 3 Tote. Ja, ich habe ein SMG und 4 Rifles. Die Rifles, einer und SMG keiner. Dann ist meine kaputt. Ein Toter bei dir? Ein Toter, ja. Dann stirbt ein Loader bei mir. Ja. Soll ich ihn gerade von der Base runterreißen? Ja, bitte. Einfach. Ja. Oh, so eine geile Frage, Thomas. Soll ich es einfach kaputt machen? Haschakleber. Neue Würfel. Tarik. Ich? Ja. Ja.
Also hier mein letzter Mann noch am MG, versucht einen Befehl auszuführen. Jetzt, ja, schafft er. Mal ein Pin. Ja. Und feuert er halt direkt auf deinem Tent. Ja, das ist ein kleines Team und ein Mann und Point Blank, dann ist bei 4 plus. Ja. Also auf die 4. Ein Treffer. Ja. Hat er ihn? Weg. Ja. Okay, pupp. Das war, dann, war das dein letzter? Nee, nee, einer ist noch im Sack. Und dann ist nochmal der Chassis da. Mhm. Danke. Letzter verfügbarer zu aktivierender Trupp, Fallschirmjäger, geht jetzt ins Hotel und checkt erstmal ein. Mit einem Rand. Ja. An die Rezeption. Hallo. Wo sie wollen. Das heißt, ja, Chuck. Der Winter steht direkt an der Tür. Guten Tag. Chuck. Ja, Run-Befehl ins Haus. Da geht nichts mehr. Lauf ich mal außen rum zum Sack. Und Stefan. Ja. Ein Advance-Befehl. Gehen die nämlich einen Stockwerk runter und nochmal 3 Zoll raus und feuern auf den Lieutenant. Die haben schon geschossen, ne? Ja. Was? Ich glaube, du kriegst das auf die Mütze hier vorne. Ja. Die haben nichts gemacht. Ja. Das ist ja super. Warum? Du kriegst jetzt da vorne auf die Mütze, aber kannst mit denen... Ein Scharfschütze oder was? Nee, da vorne. Ich glaube, hier, es geht um. Nee, noch besser. Um Lieutenant Winters. Ein Captain? Nee, der Captain ist jetzt. Da ist auch nur kein Captain. Die kriegst du weg, Stefan, oder? Naja. Sag du, ey, das ist Winters. Der wurde schon mit SS-Kavallerie angegriffen, hat sie alle vermöbelt. Gut, waren nur 2, aber trotzdem. Ding. Windschatten vom Haus. Mit was sind die ausgerüstet? Meine Falle hat geklappt. Drei SMGs, drei Assault Rifles. Und 1, 2, 3, 4, 5. Oder eine Browning dabei? 5 Rivals. 5 Rivals und nochmal eine. Nur die große. Ich nehme gerade mal von dir zu. Ja. Und nochmal 2 und ein SMG. SMG, kleines Ziel 4, überhalb Reichweite 5. Was ist überhaupt? Brauche ich nicht, bis der Feuerschein hat schon geguckt. Und die Assault Rifle auf die 4 und die Rivals auf die 5. Ne, auf die 6. Okay. Rivals auf die 6. Ein Treffer. Auf die 5. Kein Treffer. Und die Assault Rivals auf die 4. Das sah gut aus, hin. Ganz viele Treffer. Und jetzt 506. Ja, 2 Tote. Danke. Aber auch genau 2 Tote. Ja, reicht doch. Und dann Tarik. Auf halt, wo ist denn der Befehlswürfel? Hier in der Mitte. Also hier mein Trupp. Mein letzter ist jetzt, glaube ich, gell? Ja. Der kriegt einen Advance hier vorne an die Mauer. Und dann müssen die Lieutenants gerecht werden. Also auch das SMG ist in Reichweite. Das SMG ist dann auf lange Reichweite natürlich. Ja, und der Rest halt auf... Gewehr auf 3, ne? Und die SMG ist auf 4. Das SMG auf die 4. Haben wir einen Treffer. Und 3 Gewehre sind es noch, ne? Auf die 3. 4 Treffer. Die waren Veteran. Ja. Einer. Ja, und der letzte Würfel geht dann an mich. Das ist mein Flammenwerfer im Haus.
Der macht jetzt mal hier seinen Sleep. Ja, zack, da ist er wach. Und jetzt mal gucken, was er tut. Also in dem Haus ist der Flammenwerfer. Oh, da wo ich das Maßband ist, übertragen. Müssen wir doch von der Tür irgendwie 12 Zoll. Psst. Rennen wir einfach. Ja, Moment. Ja, egal. Mitte rein, statt nur dabei. Hopp. Und nächste Runde versuchen wir es dann abzufackeln. Thomas hat schon gezogen, bevor ich die Kamera anhab. Es geht los mit Runde 2 und Thomas beginnt. Ich ziehe mich. Du ziehst dich. Weißt du, was tun willst? Nein. Ja. Dann tu's. Dieser Trupp, George, macht einen Sturmangriff in dieses Haus. Krauti! Oh nein. Oh nein. Die sind noch als Proben, Nackerverbot. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sind schon mal Veteranen abgewehrt, oder? Ja, das habe ich auch schon. Ja, 6 Zoll liegen von dem Stockwerk gegen die Entfernung oder irgendwie sowas. Nee. Ich habe ja voll Schwer. Wenigstens darf ich gleichzeitig schlagen. Jetzt ein Todeswurf. Ja, 4 Fünfer, das ist super. Einer reicht, aber ich muss keiner machen. 2. 3. Oh, okay. Ja, Thomas, dann bist du im Haus. Und Krauti ihn nicht mehr. Schon wieder ein Felswürfel. Also, jetzt ja, und du kannst auch gleich einen neuen Würfel ziehen, Stefan. Aber das Gute ist, du hast keinen Pin mehr. Ja, das ist die schnellste Art und Weise, zu pinnen. Da hätte ich gerne einen Ambush gelegt, gleich als erstes, aber nein. Bist du Thomas nochmal dran? Vergiss deinen Würfel nicht aus dem Sack. Ja, mach ich sofort. Feiner Airborne-Trupp hier in der Mitte macht einen Advance und Fire. Ganz. Dann gucken wir mal. Aber die Mission funktioniert ganz gut bis jetzt. Mhm. Sind wir da? Stehen. Ach, verdammt, ich muss kein Small Team. Noch 3 Typen, richtig. Aber regulär. Das bringt dir recht wenig jetzt. Ja, warten. Ob du sie siehst. Achso, ja, ob ich sie sehe. Schauen wir mal, ob ich sie sehe. Eins kannst du auch sein. Ich sehe sie. Auf jeden Fall. Nix. Doch, einer. Einer. Und 2, weil Point Blank. Auch treffen. 2, ja. Und doch, also, ist. Also 2. Aber ich hätte es eigentlich ausblitten müssen, ja? Ist egal. Regular. Einer. Einer tot. Jetzt sind sie ins Martin. Unten hin. Super. So, ziehen wir mal gleich hier. Ja, hier. Okay. Scharfschütze. Tot. Wo ist der? Wer hat ihn getötet? Dein Lieutenant. Ach, das war. Gut. Wir gehen drauf. Ja, eben, gehen genau. Geht, ja. Also hier mein MG auf den Trupp. Ja, die schnell Feuerschein wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, das waren also von denen schon 12 Zoll. Ja. Gib mal Feuer. Wo ist er denn? Hier ist er. Also, 6 Zoll ist es nett. 3 plus halt. Auf die 3. Ja, so sieht es doch gut aus. Bam. Jetzt noch so ein Wurf. Könnte auch down gehen. Ah, einer nur. Einer? Verlangt aber auch schon. Das tut weh, gell? Ja. Jeder wird da gar nicht bitter. Neuer Würfel. Oh, geht's. Ja, seid ihr da nochmal da? Ich bleib nochmal. Ja, mach die hier weiter. Das ist schon gepinnt. Was? Das 2. MG gleich nachher. Ja, das wurde genau. Das 2. MG macht's vorher. Aber die treffen ja schlechter. Ja. Die 4. Ja. Ja. Einer weniger. Letztes Mal ein paar 5er. Ah, oh, da waren noch einige. 6er? Ah, 6er da ist. Nee, nix. Ein normaler. Nochmal einer. Mehr sich gepinnt. Mhm. Dritter Pin auf der Einheit. Aber langsam ist es auch durch, gell? Einmal noch. Ach, und nochmal! Nochmal! Hab ich ihn auch noch. Ein Scharfschütze, der sieht es halt gerade nichts. Da geht meine Offensivkraft dahin. Sieht ein Scharfschütze? Die sieht er aber, ja. Oder halt mit der Einheit da nochmal drauf. Die haben ja gerade. Nee, alles war das. Ah, genau, ja, dann die. Natürlich. Aber so. Die sind jetzt, glaube ich, wieder weiter weg. Ach, ja. Einer ist auf 12 oder was? Ja, und das Essen geht leider außer Reichweite dann. Oh, also 2 Gewehre auf die 4. Aber halt! Ja gut, ich habe es auch gewesen, kann man machen. Das eine Gewehr auf die 3, ja. Was kurze Reichweite ist. Ja. Und 2 auf die 4. Nichts. Also ein Treffer.
Gut für die Pin. Und eine 6. Nee, aber einer. Aber jetzt habe ich. Immer einer, aber dann, gell? Klack, klack, ja, klack. 2, 3, 2, 3. 4 Pins müsste es sein. Ja. Einer war es, 3 sind gekommen. Und einer gab es. Einer stimmt noch. Nee, ich nicht. Ah, doch, war 6er, gell? Ja, ja. Ja. Okay. Tja, das war jetzt halt natürlich. Ah ja, nochmal der Teig. Ich nochmal. Wo du hast keine Würfel, Junge? Kann ich mal wieder aufhören. Ja. Ich habe auch nur 6 Würfel. Also ihn habe ich noch. Hier auf einer Einheit. Und die wahrscheinlich, ne? Ah, da hinten steht noch der Einzelne. Achtung. Achtung. Der müsste sich mal irgendwo anschließen, aber da ist nichts mehr. Ne, das war ein ganzer Trupp. Ja, also. Der ist nur dezimiert worden. Stimmt, ja. Also. Was ist denn das, was draußen steht? LMG-Trupp. Veteran. Veteran. MMG und Sonderkraft. Ja, und der Truck halt, ne? Aber der Truck bringt. Der Truck pinnt nichts. Noch. Neue Steigefortphase. Nee. Ich laufe hier rüber und schieße auf das Flammenwerfer-Team. Erstmal ein Befehlstest. Genau. Kein Problem. Ja, dann viel Spaß. Leider nur ein Rifle. Ja, bei 4, ja, weil dein Team. Vielleicht geschickterweise hier an die Mauer, oder? Ja, ja. Irgendwie halt. So. Was war das? Bewegt ist ja egal. Kleines Team auf jeden Fall. Ja. Hey, und ich muss gucken, ob ich dich sehe überhaupt, ne? Ja. Du hast auch einen Flammenwerfer, sehe ich dich doch, oder? Ich bin auch. Ja, halt. Ja, das reicht, oder? Wie viel? 6. Ah, ja. Oh, aber mit kleinem Team eigentlich nicht? Ja, haben wir heute auch gehabt. Ja. Oh. Dann nicht, jetzt mal schon vorbei. Okay, blind. Ja, Thomas. Ja, wo ist halt. Der Mörser, ja. Braucht nicht den Spotter, weil das sieht er selbst ganz gut auf diese Einheit. Ja, okay. Ob du sie siehst? Keine Chance, ne? Ja gut, dann darf jetzt auch das Ziel werden. Ja, ja. Nee, ich seh's ja nicht. Ja, blöd. Dann neuer Würfel. Nee, wähl irgendwas anderes. Du siehst ja nicht, du kannst dich gar nicht als Ziel auswählen. Wähl zumindest mal das MG oder so, das Brückern Schwürflieger oder das Spotter, aber irgendwas anderes. Wenn ich siehst, ist ja richtig. Dann kannst du ja eigentlich prinzipiell als Ziel auswählen, wenn du es nicht siehst. Ja gut, beim Flamer war es überall ähnlich. Ja, nee, aber der ist ja in reicher Fächer Potenzial überhaupt nicht zu sehen, meine ich. Ja, dann machen die hier einen Run, weil die stehen hier halt echt sinnlos. Oh, ah, das MG-Team von hinten macht einen Run oder was? MG-Team macht einen Run. Ja. Das hier? Unten steht was drauf. Nee, das ist meins. Ja, ist das deins? Ja, das meinst du. Nee, das ist doch auch deins, oder? Das Gelbe. Ja. Das war, das hätte ich bei mir gehabt. Fertig, okay. Weiter geht's. Ich hoffe mal auf den Deutschen, oder ist er auch schon? So, sehr gut. Flammenwerfer. Ja, gut. Hier, ich habe eine große Einheit Veteran mit MPs. Die geht jetzt hier in Nahkampf. Zack. Sind wer 6 Zoll weg? Nee, genau 6 Zoll. Soll aber für Abwehrfeuer trotzdem reichen, oder? Ja, 6 Zoll oder mehr halt, ne? Ja. Die sollten auf jeden Fall Abwehrfeuer geben dürfen. Was haben die für Waffen? MPs. Beide? Doppel 6. Nee, alle 5 Drive. Und 2 Gewehre. Ach so. Ja, meine. 2 Rebels. Ja. Nix. Ah doch, auf die 3 treffe ich. Ja. Weil gibt ja keinen Abzug und nix. Ja. Du bist sogar auf die 2. Einer ist tot. Genau. Ein Gewehr war nicht tot. Okay. Und jetzt nochmal im Nahkampf richtig ranbacken und dann... Vielleicht gewinnst du ja noch. Ah ja? Wenn ich Unterzahl bin, bin ich besser dran. 5 MPs? Achso, es sind nur 5 Schuss. Du bist wieder dran, ne? Vorher zuschlagen, ja, ja. Hier, zack. Zack, okay. Okay. Und W6 soll neu positionieren. 3. Hm. Dann sind die 2. Ja, nee, nicht mal, dann müssen sie ja erstmal sammeln. Müsste auch Würfel weg sein. 3 Zoll, gehen wir hier von der Straße runter. Guck, dass du dich schön ans Haus anschmiegst. Die hat noch keinen Würfel, gell? Nimm mal einen Würfel raus von mir, bitte. Und dann darfst du auch gleich einen 9 ziehen. Rot. Da werde ich aber auch sehr gut gesehen, gell? Ja. Da sieht er ja, immer du schießt deinen Haus drin, also von daher. Okay. Also hier ist meine LMG-Einheit drin, die pennt auch nicht, die war vorhin schon wach. Die schießt auf die Einheit. Das sind quasi 3 Gewehre. Auf... ja, so ist recht locker, das sind 2 Treffer. Und das LMG, auch auf die 3, sind insgesamt 5.
Und hat jetzt einen Veteranen, ne? Ein Toter mit einer 6, keine Folge 6. Und du kannst den Wirbel ziehen. Stößi. Stößi. Stößt das jetzt, oder? Mein Chef, der kümmert sich jetzt mal darum, dass dieses Objective auch auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen wird und stellt sich direkt drauf. Guck dich einfach drauf, werde ich wie bei Soldatschiff rein. Ja, ich weiß auch einer. Der ist reingefallen, hat das Dach geschlagen. Völlig fasziniert diesen deutschen Helm an. Fertig. Oh, der Steffen ist dran. Nein, du bist dran. Das sag ich doch. Ja. Hier, da ist schon die große Einheit im Haus. Die wacht bei 4 plus auf. Yeah! Und jetzt geht's los. Und zwar kommen die jetzt raus. Wie war das irgendwie? 3 Zoll darf man raus und dann irgendwie 2 Stock gekammelt. Ja. Gut, das reicht bis über die Mauer, bis an die Mauer. Und dann, na gut, aber jetzt mit 200 Schuss, dann eine Mansersiebe wäre auch ein bisschen zu große Kanone. Ja, mach ich lieber weg. Wirklich stehen? Ja, aber am Ende. Die anderen siehst du halt nicht. Am Ende siehst du die alle Geschosse. Ja? Ja, trotzdem. Mach den weg und dann renne ich darüber und dann feuer ich mit dem MG dann rein. Alles klar. Okay, also hier 5 Sturmgewehre auf den Mann vor mir. Leider schon Befehl ausgeführt. Ich treffe. Point blank bei 2, kleines Team. Auf die 3. Bewegt. Sturmgewehr. Auf die 3. Alle? Nee, das sind Sturmgewehre. 10 Schuss halt 5 Sturmgewehre. Ja. Und? Jawohl. Genug 5er dabei. Ist der weg. Gut, okay, das war jetzt wirklich Munitionsverschwendung. Aber weg ist weg. Thomas macht weiter. Okay, mein Mörser-Team, taktische Positionsveränderung. Da sie hier gut beleuchtet, ohne Deckung dastehen, gehen sie jetzt einfach mal so hinter das Haus. Okay. Oh, ich habe ein paar T-47 am Rollen mit noch mehr Paratroopers. Reinforcements oder was? Ja, das waren nur die Pathfinders. Stefan? Das war nur die Vorhaut. Rot schon wieder? Ja. Das hast du mir jetzt gehört. So, also hier ist der Befehlscheck, der war erfolgreich. Bekommt seine Luftforce, wie heißen sie? Luftwaffe? Luftwaffe, Feldivision. Ja, genau, die ballern jetzt rum auf die Airborne. Was ist das, ein Nahkampf hier dort? Nee, ich bleib 1 Zoll entfernt. Und muss jetzt aufteilen, 2 Schuss mit dem SMG. Auf die 2. Ja, ja, perfekt. Glück gehabt. Und einmal auf die Rival mit der 3. Ja, Treffen 3. Ja, Zornig. Einer. Mal gucken, ob ich ihn aussuchen darf. Nein. Einer. Kannst du hier eine Rifle oder eine Rifle nehmen? Ja, oder dann ist sie auch. Ich hab da eine dabei. Ja gut, in jedem Fall muss ja einer quasi der NCO sein. Der hat telefoniert. Okay. Das ist auch der Thomas gleich wieder dran. Trotzdem. Also, ja, außer dein Durchgang zwischendurch, sondern. Ja. Die verlassen die Bude. Die verlassen die Bude und spurten hier hinten in den Hintergärten durch die Löcher in den Zäunen, soweit wie sie kommen. Ja. Was dann? Ja, bis zum Rad. Bis zum Rad. Die haben doch einen am Rad, die Jungs. Die brauchen Rad. Die brauchen einen guten Rad. Die Jungs, da lang. Okay, neuer Würfel. Rot. Die Airborne hier fürs MG ist wahrscheinlich kurze Reichweite und schwere Deckung. Und für die Gewehre wird es lange Reichweite und schwere Deckung sein. Gleiche Sätze. Okay, also 3 Treffer. Und ein Toter. Okay. Dann 3 Zoll runter und macht einen Run-Move quasi hier rüber. Ja. Okay. Bisschen mal ran. Dann
Ja. Tarek. Was? Waren sie da? Mhm. Auf die Osttruppen? Ja. Ja, die gehen natürlich. Gucken, ob sie siehst. Ich stehe auch noch Rände aus. Dann gehen sie down. Stefan, gib mal für den roten Würfel. Wer war das Essen? Gehen nach vorne gestellt, da sind Reichweite. Mehr wie 12? Ja, dann ist nicht mehr wie 12. Ja, optimal. Alle, wo über 12 sind, sind dann lange Reichweite. Bis zu ihm und dann quasi alle Gewehre auf lange Reichweite. Ja, lange Reichweite. Dann ist FMG auch lange Reichweite natürlich. Ja, kleines Team down, lange Reichweite, alles siegen. Hier fehlt noch. Hier haben schon mal zwei Sechser, jetzt noch einer. Jawohl. Ja, bei 3 plus. Oh. Nö. Einer getroffen, oder? Nö. Die 7 getroffen und 3 vermuten. Unerfahrene. Der Stößer. Rifles. Hier die Einheit, was macht die in Schussbefehl? Also, die möchte schießen auf das Team. Die 2, welches schon geschossen hat. Das heißt, damit ist es deutlich besser zu sehen. Aber so, bringt ja eigentlich nichts, weil minus plus 6, minus 6. Das ist kleines Team, ne? Plus minus 6. Bei kleines Team, 2 Mann. Deswegen auf die normaler Wurf. Das geht halt nicht. Und normaler Wurf ist nicht möglich, gell? Der, das ist ja. Du siehst aber. Ja, okay. Ist auch extrem gut, dass mein MMG-Team die ganze Zeit steht. Weil der 12 Zoll Schanzen. Ja, ist nicht so gut, ne? Da wäre die Regel, dass du Leuchtraketen feuern kannst, extrem gut. Das ist nämlich auch bei so manchen Nachtszenarien. Ich habe halt im Kopf, dass du. Da wird er gefeuert, dann siehst du das Mündungsfeuer. Und schießt halt einfach Richtung Mündungsfeuer. Okay. Der Schlag gewartet, dann ist weg und dann denkst du, oh, wo waren sie jetzt? Ja. Ja, aber gerade auf den Hof schießen. Ansonsten haben die ja nichts zu tun. Ja, auf den Druck? Auf welchen Druck? Hier? Kann ich auch nicht schießen. Die haben der weggefeuert. Ja, das ist recht. Egal, ja, dann warten die halt. Den Ambush oder so? Warten. Deswegen ist mit Ambush. Der große Druck hat gefeuert. Hä? Der hat gefeuert. Ja, der hat gefeuert. Er hat ja nicht 2 Mann gut gemacht. Nein. Das ist ein kleiner. Der da. Ja? Da waren 2 von dir geschnallt, die ja. Ah ne, ich war nachkommen, ich starte wohl dann. Aber es war doch egal, vorhin hieß so Run, Advance, egal was. Mit dem Befehl sieht man sie. Ja, außer Down. Gut, man sieht die besser, du musst trotzdem noch wieder kommen, schieß halt auf die, plus 6. Ach, ganz voll. 9 plus 6. 15, oh, das könnte reichen. Ah, oh, wird aber knapp. Glaube ich nicht. Ja, knapp. Guck mal, die hätte ich die anderen wahrscheinlich gesehen. Also zu weit weg. Zu weit weg. Mal Befehl, Würfel. Ich, mein letzter, mein Scharfschütze. Mhm. Ja, Crowd muss leider laufen. Also ich habe auch schon die Hälfte meiner Armee verloren, von daher. Die ist auf jeden Fall in 12 Zoll, ne? Also wird gesehen. Ja, ja. Und dann halt, achso, die lange Reichweite ist alles egal. 3 Plus geht's los. Oh, 6. 2 Plus, 3 Plus geht's los. Nee. Scharfschütze halt, ne? Haben wir einen Pin oder gemacht? Sehr gut. Leg schon mal den neuen. Stefan hat 7, Thomas seinen Würfel. Wieder, Thomas regelt sich einen Ambush im Haus rein und ich bin dran. Und zwar mit dem Flammenwerfer-Team. Ja, Stefan bewegt einfach wieder im Run-Modus 12 Zoll vor. Möglichst in Deckung, ne? Du hast doch einen Mann vergessen, glaube ich. Ne, der kommt noch dran, das ist mein Offizier, der steht da im Haus. Ah, einfach Flammenwerfer nach vorne, da die Straße, also an der Kirche entlang. Und wer war dann dran? Dann bin ich 2 Mal noch dran. Letztes. Okay. Lade ich durch? Dann sind wir durch. Ich mache noch 2 Mal. Und zwar, da hinten will ich einen Rallye-Befehl geben. Ja. Ist wichtig, dass der klappt. Hey, komm. Ja, auf die 10. Wir ich hinkriege. Super. 7 reicht, wie viel ich abbaue. Ja. Dann sind die weg. Alle weg? Ja.
Und dann ist mein Offizier dran. Der. Snap to action mit Sicherheit. Komm mit! Nein! Der macht erstmal gar nichts. Der geht dann im Busch. Voll Wurst. Egal. Gut, das war's. Das war's mit Runde 2, okay? So, Runde 3, Tarek hat die Würfel und zack, Stefan ist dran. Yeah, der Stößi, der hat's gemerkt. Bei 5 plus mit Hell. Oh, mit Hell. Tag. Boah, gar keinen Stress mehr geben. Ausgezeichnet. Es ist kein Nachtkampf mehr. Dann ist der Sniper natürlich wieder ein tolles Ziel. Sag es und greift. Und ich laufe rüber. Dreh grad um. Und lauf hier an die Ecke. Auf die Straße. Genau, Stefan geht hier mit seinen Veteranen schön in Position und schießt dem Sniper ein Loch ins Gesicht. Oder 14. Unser wunderbarer, alljährlicher, zwischen den Jahren Clash, Thomas. Ja, ist eine coole Tradition. Ab wann ist eigentlich Tradition? Ab 2 oder ab 3 Mal? Wenn man sagt, ab jetzt ist Tradition. Cool. Also machen wir es lieber nicht. Tradition sind scheiße. Wenn wir jetzt sagen, es wird Tradition, schaffen wir es nächstes Jahr nicht. Runde 3, das ist Tag hell. Ja, und ja, Sonne ging auf. Sniper-Team in Deep Shit. Warum? Ja. Kommt da jetzt her oder was? Ja. Es geht out. Ja? Ja. Hey, Mann. Nett? Was jetzt? Nee. Sniper geht nie down. Der überlebt sie mal. Auf die 4 mit den Assault Rifles. Ja. Als Motiv. Das sieht gut aus. Dann MP müsste auch fast sogar aus der Reichweite sein. Nee, kommt auf 12 Zoll, aber lange Reichweite. Ja. Kleine auf die 5. Auf die 5. 2 Sechsen, 9. Und dann ist da noch ein Rival dabei irgendwo. Guck, mach doch mal jetzt die. Eine Rival noch. Auf die bewegt 5, Small Team 6. Quatsch, 3. 3, 4, 5. Nix. Aber 6 Treffer. Veteran natürlich, oder? Ja, bei mir ist alles Veteran. Ein 5er okay, sehe ich und ein 6er. Sechs. Halt nix. Ja, da ist der Sniper tot. Ja, war down gegangen, gell? Ich bleib's halt ab, ich mach das nicht. Und der neue Würfel sieht aus wie schwarz. Hier der Trupp, ne? Der Zweimann-Trupp bewegt sich. Aber ohne Chips geht's. Ja? Ja. Ja. Und die schießen Schuss, wieder auf den Trupp, oder was? Point blank. Small Unit. 3 auf die 3 für die Assault Rifle, für das SMG meine ich. 2 Treffer. Und die Rival. Oh, auf die 3. 4 bewegt. Ja, auf die 4. Ja. Und, hey, das ist zu 8. Und jetzt. Einer tot. Mhm. Ja, einer. Einer tot. Aber Moral hat jetzt reicht schon, ne? Ja, mit 3 Pinmarker. Die in der Mitte, die Airborne. Die tapfer das Missionsziel hält. Ja. Das reicht doch. Ja. Ja? Ne, weil er so. Ja, ne, das war ja so ein. Also erleichtertes. Also, ne, Mutti, mir geht's gut. Hier in Frankreich ist super. Er telefoniert immer noch. Bombenstimmung, zieh mal einen Würfel. Wo ist der Sack? Hier ist er. Ruhig, zieh doch mal einen Würfel! Und da hat er eigentlich den Sack hier. Flammen, ja. Das war natürlich nicht. Okay. Auf die. Das ist im Haus oder was? Ja. Also, wenn hier die Sonne aufgeht, dann sieht man alles toll, die wären eben vorher gestanden. Egal. Ja. 5 Schuss fürs LMG auf dein MMG-Team, ne? Okay, kleine Gewehre gegen große Gewehre sind quasi. 2 Treffer. Nix. Oh, nur ein Pin. Das war oder ist da noch was drin? Oder war nur als LMG? Einer hat halt mit Gewehr. Dann darf der Thomas zurückschießen, hä? Dann gehen wir mal aus der Schuss, aus dem Schussfeld raus. Ins Schussfeld rein, Schussfeld raus. Schieß doch mal auf Flammenwerfer-Team, bevor es kommt. Ziemlich gute Position. Die haben ja mit LMG geschossen, die da vorne haben nichts müssen. Und dann steht so
viele Veteranen. Oh, die Tiererei wäre wieder ausgemacht. Wir versuchen jetzt auch so viele LMGs, MGs in Stellung zu bringen. Genau. Mit Ambush, dass wenn da einer rausrennt, der einfach ins MG vorher rennt. So. Ja, da ist kein Problem mit. Ja, ich hab das schon gemerkt. Ich bin schon auf dem Weg. Also, ich wäre so. Ja, ich filme die ganze Zeit. Der Spotter macht einen Run. Der Spotter? Ja. Ich guck mal, ob ich. Na, die Fototür kriegt mal wenig. 8. Ja, das war's ja dann im Endeffekt schon, ne? Da kann er nichts machen. Wieso? Das kann er hoch. Ja, aber der macht sonst nichts. Genau. Du schmeißt dich doch in den Dreck. Also, nach dem Spotter ist der Steffen dran. Einzige ist, dass wir den Spotter hätten, glaube ich, weg. Genau. Das sind die drei Typen. Ja, ich mach das meinen 2-2-2, ne? Wie wäre das? Ja, das ist eine gute Idee. Wobei Deckel eigentlich auch vorheizen und vorne terroren. Nee, warte doch erstmal ein bisschen. Ich versuche erstmal die Ostgruppe aus dem Weg zu kriegen. Ja, ist gut. So. Und so liege ich sie im Weg. Okay. Und das ist ja auch erledigt. So. Thomas. Thomas. LMG-Team hier soll eigentlich einen Run pillen. MMG-Team, oder? MMG-Team, genau. Wir machen erstmal einen Order-Test. Ja. Film wieder weg. Das liegt das Wechsel und dreht sich an wie auf die ganze Zeit. Gell? Aber rennt er mit dem vielleicht auch ins Haus, oder so? Ich habe da vorne keine Fenster genug, um da rauszuschießen. Die Fenster sind alle in die Richtung. Ja, ja. Das Fenster ist besetzt, die sind besetzt, ja, das ist besetzt. Die müssen das ist eben wie ein Riesenhaus, keine Fenster, gell? Thomas macht weiter. Noch einmal. Wir machen das, also der macht einen taktischen Rückzug jetzt erstmal. Da erstmal einen Pin-Test, ne? Erstmal einen Pin-Test. Achso, der. Ja. Oh, der kriegt sogar Pins weg. Ne, du kannst mir 6 Pins entfernen, wenn du Doppel-1 würfelst, ja? Das ist wie ein Rallye. Ja, gut. Aber zwei entfernte? Einer. Ja, ist wie beim Rallye, oder? W6 plus 1. Ach, nur zwei Würfel? Oder? Ich glaube schon. Was? Was? Ja, ist, ja, ist wie im Rallye dann Doppel 1, dass er dann W6 plus 1 Pin entfernt. Ja, ja, Pin 2. Also plus, ohne die plus 1. Okay, hier so. Es gehen nur W6 Pins weg. Ja, dann wird doch einer liegen bleiben, Thomas. Bitte? Dann einer bleibt liegen? Ich bin mir jetzt gerade ganz sicher. Einer durch bestandenen Order-Test und dann einer plus. Nee, du machst dann W6, aber ich weiß nicht, ob du plus 1 W6. Ich glaube, das ist wie beim Rallye halt. Beim Rallye-Test, du machst bei Rallye auch plus 1. Du machst den Rallye-Test auf den normalen Moralwert, geschafft, ein Pin weg und dann kommen W6 Pins weg. Ja, natürlich, und dieser, W6 plus 1. Moment von den W6 Pins, der passiert aber im Doppel-1. Ja, also ist dasselbe. Da ist das alles selber. Der geschaffte Befehlstisch dabei. Ah, ja? Es muss plus 1 sein. Ah, ja? Und alles andere hängt gar keinen Sinn. So, der hat sich hat da mal diskutiert. Wenn man es einfach mal durch den Kopf sich dann durchzieht, dann funktioniert es wieder. Schießt er jetzt einfach auf das. Aufs Flammenwerfer-Team? Ach, ja, dann Pin. Du bist ja auch. Der Thomas, man muss ja ein bisschen. Was hat der für Waffe? Eine Rifle. Ja, cool. Der macht jetzt einmal Peng. Ja. Explodiert aber. Tesla Rifle von K47. Ist das lange Reichweite? Nee, oder? Der trifft einfach auf die 3. Das ist ein kleines Team auf die 4. Auf der Flammenwerfer schießt er, ja? Ja. Ja, gut, noch hat man. Ja, sehr gut. Nicht getroffen? Mhm. Zing. Ken. Zing? Ja, weil ich ein Zing ist. Ja, natürlich weiß man, was Zing ist. Voll gut. Hab ich einen. Ich hab voll eine große. Also, ich hab Nase ein Zing. Ja, weil das andere ist nicht so groß beim Schwimmen. Ja, aber der riecht wie großer. So. Achtung, hier, die Ostgruppen. Doppelt 1, geht ein Pin weg, huhu. Ja gut, mehr geht leider nicht, ne? Ja, achso, was machen die denn? Ich mache einfach wieder Sachen, wo ich gar nicht, wie ich das mache. Ja, der Grab wollte schon wehren. Wollte ich nicht wehren? Ey, da hat schon gesagt, ah, was machst du? Egal, egal. Ja, jetzt zu spät. Ja, ich gehe hier in die schwere Deckung. Ne? Das ist welche so schwere Deckung, die brennt, ne? Ah, da gehe ich nicht, nein. Da ich ja gegrillt. Ich wollte auch schon die ganze rein. Denn ist doch kalt immer. Gern einfach zum Missionsziel, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Ne, wieso? Wir können das doch auch testen. Hört euch ja schon. Wir sammeln uns. Ignoriert das einfach. Nee, ja, ignoriert es, bleibt draußen aus dem Kreis. So. Okay, neuer Würfel. Geht einen zu nehmen, das wäre auch geil. Schwarz. Weißt du, was du machst? Jetzt würde mich aber echt interessieren, warum du so einen Krampf gekriegt hast. Ey, das ist ja wirklich brutal, ne? Da geht richtig die Pumpe hoch. Geht gleich ab. Bleib noch einer trinken. Ne? Was machst du, Stefan? Ich renne mit meinem LMG-Trupp hier hinter und bleib hinter der Mauer. Ja, so ein Run, ne? Also. Ja.
Kann man weitermachen. Steffen? Schnell vorrennen, schnell, ab durch die Hecke. Oder mit dem Denker, du hast hier morgen noch einen Trupp drin. Ah, stimmt, okay, wunderbar, der Kraut hat recht, guck mal. Zack, das Team macht das wie vorhin, macht schon down gehen. Nö. Dann ist schon bald keine Einheit mehr, weil die drei Gewehre das war noch nur einer, auf die 6, nix, und das MG auf die 5. Ja, so macht das 2-2-2. Neuer Würfel, Thomas. Sag ich doch. Ja, da will ich aber eigentlich vorheizen. Nee, kümmere dich erstmal um. Halt da mal rein. Ja, ich fahre jetzt hin und dann halt mal rein. Ne? Aber was heißt nicht hin, am Ende greift sich der Tarek noch an. Ganz verrückt. Was ist ganz verrückt? Natürlich greife ich dich an, wenn du da stehst. Ja, voll geil. Eigentlich will ich gar nicht kaputt zu machen. Zack! Achso, das sollte wohl ein einfacher Def, ne? Okay. Ja, dann geht's natürlich gar nicht auf Point Blank, dann ist nur Bewegung und schwere Deckung. Maschinenkanon. HE. Mein Spiel HE, jetzt soll man es durchziehen. Ja. Dann machen wir HE-Schuss. Ja, HE. Ah, Kraut. Oh, da brauche ich aber eigentlich die Würfel, wo ich schlecht aussehe. Zack! Ja, das ist vielleicht schlecht aus, Würfel auch schlecht. Ja, nicht getroffen. Tja, jetzt. Jetzt wer hat du? Darstöße. Damit habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Auf das Flammenwerfer-Team. Stehst du also der Trupp hier in der Town Hall vom Thomas, der schießt. Auf was schießt er? Auf das Flammenwerfer-Team. Auch auf Flammenwerfer-Team. Und das hier. Alles halber Verlust. Das ist lange Reichweite und Small Unit. Im Fall, ne? Small auf jeden Fall. Lang auch, ja. Ich habe geblutet. Also auf die 5. Zwei Treffer. Wen schießt er? Flammenwerfer-Team. Oh! Oh. Nix. Ja, unerfahren geht nicht. Aber Pin. Und würfelte. Oh, ist da noch was drin? Ja, die hier sind. Das war der Spotter da oben. Das muss man so machen. Und da unten ist ja auch noch ein Team. Ja, hier steht auch noch was, ne? Ja, aber da ist die Krypta. Nein, das ist da so blöd. Ambush. Die Antwort auf alles, gell? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne, vorhin habe ich meinen, geh doch einfach mal, ne? Ja, gut. Von dir lass ich mir nichts sagen, so auf die Art, gell? Ich bin dran. Dann geh ich lieber da. Aber. Soll ich rausgehen? Hi, ja. Was habt ihr? Ihr habt hier noch Einheiten, ne? Ne, ich bleib hier stehen. Erstmal den Befehlstest. Ja, so nett. Ja, dann gehen sie down. Das sind sie jetzt aber auch wirklich schwer zu treffen. Thomas? Ja. Ja, die sind auch so schon schwer zu treffen, du hast ja gesehen. Du bist dran. Ja. Sehen Sie nicht, willst du sehen wahrscheinlich. Also ich schon auf diese Seitenrunners. Meine Seitenrunners, ja. Die runnen jetzt auch mal schmeidig hier in das Gebäude. Auch verschoben hier. In irgendeinem Gebäude war er doch schon. Meine sind rausgegangen. Männer oder? Drinnen, hier sind sie. Die Thomas, ja, alle Häuser besetzt. Zick, zick, zick. Ich habe jetzt auch nicht so viele andere große Optionen hier. Wenn ich mir die Horde da angucke, die da angefahren und angerannt kommt. Die rennen doch alle auf mich, Thomas. Alles Osttruppe, Thomas. Ja, die rennen doch alles Osttruppen, nein, ein 10-Mann Veteranen. Und Nummer 7. Das ist, ja, aber alles Osttruppen. Mhm. Osttruppen-Veteranen. Ja, da gab es viel auch Osttruppen, oder? Veteranen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Mein MMG läuft erstmal hier rüber. Ja. Über die Mauer. Advance. Wo ist mein Scharfschütze hin? Ah, steht auch im Kirchturm, gell? Hochgebeamt. Neue Würfel. Jetzt ist Thomas, der vergessen hat die ganze Zeit. Du. Ich. Hier, die große Einheit kriegt jetzt einen Run-Befehl. Muss hier einfach weg. Und zwar bis hier vor. Ihr rennt jetzt alles von mir weg, dann nimmst du wieder ein. Ist ja geil, so wie diese Anti-Panzer-Runde von den Russen, könnten die Engländer so Anti-Panzer-Hühner haben. Airborne. Ja, Flugabwehr-Chickens. Neuer Würfel. Du bist dran? Ja. Ich würde sagen, ist das Butter tot? Nein, der ist hier in ins Haus gerannt. Ah, okay. Das ist tot. Ne, das ist sehr gut. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4 Rifles auf jeden Fall an den Fenstern stehen, genau. Und die feuern auf dieses Team. Du konntest aus dem Fenster mit 2 schießen, ne? 2 pro Fenster, richtig. Geschickt hinter den Grabsteinen verbergen, um das Hintergrund zu bekommen. Ja. Was der die Grabsteine bringt. Was willst du schießen? Die Einheit, oder? Ja. Ja gut, aber es gibt ja
gibt doch keine Deckung. Da hat Small Team Deckung, lange Reichweite ist die 6. Mach halt. Prompt ein 6. Auf die 4. Schade. Die hat sich wirklich arg gelohnt. Ja. Verwunden können wir aber beide nicht, gell? Dafür, dass ich die für 35 Punkte gekauft habe. Die hat sich wirklich schon arg gelohnt. Rot, ah gut, okay, ich brauche gleich einen Würfel von mir. Einer? Ja, weil mein Drogfahrer, Achtung, komatös, ah, wacht auf, sehr gut. Hä, wo sind sie alle, Stopp, der Befehl lautet Vollgas. Gegen die Mauer, bam. Achso, ich stehe gerade auf der Straße. Okay, dann ist gerade so arg schnell, weil es 2 Zoll auf die Straße, die Drehung beim Run und dann kann ich noch 2 und 2. Also du willst halt einen Run machen. Du musst den bei der Straße musst du auf der Straße starten. Genau, deswegen sind es 24 beim Run. Ja, das machen wir auch. Beziehungsweise, ja egal. Ich könnte quasi bis einfach den kompletten Trupp überfahren. Ja. Auf der Straße. Ich habe Platz gemacht, genau. Da geht der Truck halt leider kaputt. Ambush, das ist nicht ein Ambush. Da ist ein Ambush. Welche Einheit ist das mit dem Ambush? Das ist die Einheit mit den Gewehren. Gewehre. Du hast doch nur eine Einheit mit Gewehren, oder? Ich habe nur Gewehre, ja. Okay, hier steht er. Ja, komm. Magst du einen Ambush lösen? Auf dem Truck? Ja. Warum nicht? Kommt doch eh nichts mehr in Reichweite von einem Ambush. Ach, diese Runde kommt nichts mehr, gell? Ah, da, die kommt nicht mehr, die kommt nicht mehr. Gut, du kannst auch warten und auf 4 Plus versuchen zu schießen, aber... Na ja, gut. Was sind da? Das sind auch 1, 2, 4 Stück. Wie hier das jetzt gezählt? Hier, die Steinchen. Achso, die einfach nur geguckt. Natürlich, ja. Also ich weiß schon, dass da mehr als 4 stehen. Ja, ich dachte, die waren hier, das macht Röntgenblick oder was? Also, das sind jetzt 2 Veteranentrupps unten drin. Ich böse es hier, oder? Das ist der Einzige, der das kann. Ja, lange Reichweite. 3 Hits. Jetzt einmal die 6. Oder 3-mal. Wenn jetzt mein Drug kaputt geht, dann ist es doof. Ja, super. Dann wenigstens Deckung durchs Rack. Oh, eine 6. Jetzt nochmal die 4 Plus, komm. Jawohl. Was ein Champion, ne? Pennt die ganze Zeit heiß vor. Boom. War nichts drin, gell? Nee, nichts drin. Schade. Sag, wenn ich. Hört's und das war, Achtung. Aber jetzt will ich mal gucken, wer da an der Tür steht. Ja, dass wir es mal richtig sehen können. Der Herr Winters, natürlich. Der Herr Winters, was? Natürlich. Also Herr Winters 3. Wir haben ja nur 3 von denen auf dem Tisch gerade. Nee, 2, oder? Ja, wir haben die 2. Nur einen auf dem Tisch. 2 Warlord Winters. Ja, jetzt nur noch 2, ja, stimmt. Ich hab meinen nicht mehr auf dem Tisch. Ich hab 2 noch auf dem Tisch, glaube ich. Irgendwo. Ich verheiz meine zu arg. Kommt dann der Russenspieler durch, zieh mal einen Würfel. Rot. Steffen. Du darfst mich. Ah, du hast einen Befehl, darf gar nicht. Also, es war der Flammenwerfer von Steffen. Nee, nicht der Flammenwerfer. Nicht? Die Einheit Veterane. Dann mach halt die. Die sterben halt jetzt. Nee, Quatsch. Die machen jetzt hier Nahkampf. Zack. Das sind voll viele. Eigentlich sind wir noch zu 6. Egal. Du darfst nicht, ne? Du hast schon einen Befehl gehabt. Ja. Er kann zuschlagen. Ach so, das ist schon der Nahkampf für dich. Wow. Dann zeig mal, was hast du. Nee, du musst ja erstmal würfeln. Vielleicht bringst du ihn um. Dann ja. Ach so, ja gut. 4 MPs aufdecken. Und 2 Gewehre. Ist egal, wie rum. Trazo, Alter. Zack. Hätte aber auch nichts gebracht bei mir. W6 soll neu positionieren. 2 Zoll. Dann fächer ich ihn. Nee, ich muss jetzt weg. Bisschen auf. Leb wohl. So, ne? So ist doch super. Okay, neue Würfel. Schwarz. Was hab ich denn? Was hast du noch? Ach, der Offizier. Wo steht denn der? Kann ich da meine eigene aktivieren? Ja, das ist ein bisschen. Der geht einfach mal hier aus dem Haus raus. Weil sonst nichts zu schreiben hat. Da vorne, achso, das ist der, ne? Können wir nicht den Würfel, oder? Was hast du überhaupt noch? Kannst du deinen Chef? Kannst du den Flammen? Die Einheiten da drin, oder? Oder haben die was gemacht? Genau, falls jemand zu nahe kommt. Genau, dann können wir noch ein bisschen Randale machen. Ich? Kannst du mal Randale machen. Ja. Hier der Druck kriegt einen Advance-Befehl. Dann hier rüber zum Feuer, ist kalt nämlich. Dann schießen die auf den. Das ist leider die Hälfte der Deckung. Tja.
Du musst durch, ne? Ja. Auf die 6 dann. Wenn die alle nur Gewehre, ist da ein Submachine-Gun-Mann dabei? Ja, ein Submachine-Gun-Mann. Submachine-Gun-Mann dabei. Ja. Aber hier ein Treffer. Ja. Ritterrahmen. Oh, 6er gleich nochmal. Nö. Also ein Mann tot. Nimm mal gerade Nettie. Das ist ein Rival, sehe ich hier. Ja, den hat der Helges Mission. Ah, na, doch, der muss weg, ein Rifleman muss weg. Ja, 3 Zoll, glaube ich, können wir noch hin. Ja, da muss er durch, okay. Ich glaube, ihr könnt auch wahrscheinlich euch dann nochmal bewegen, dann könnt ihr das schaffen. Noch mal. Ja, ich muss erstmal eine Runde überlegen hier an der Stelle, wo ich stehe. Moment, wir haben ja noch einen Würfel und zwar. Rot, mein Flammenwerfer. Kraut, mach mal bitte einen Moralcheck und versuch ihn zu bewegen. Super. Ah, so ist alles gut. Eigenbeschuss. Und jetzt schön hinter die Ecke. Ich bin dir an meine Missionsziele. Einfach. Oh nein. Da hergegangen, gell, und abgehauen. Oh, okay. Ja. Also. Oh, war das der letzte Würfel im Sack? Ich glaube, oder? Ja. Weil dann nicht die Runde 3 nämlich vorbei. Der von dem hier. Der war doch dir gerade in die Hand. Nee, nee, das war der hier. Ich hab den schon gelegt. Okay. Okay. Und will ich auf Point Blank wegschießen. Jetzt auf einmal. Ja, jetzt werde ich mutig. Also, wir gehen hier rüber. Zack, zack. Ja. Stehst du noch an der Mauer? Immer noch? Macht ihr was? Oh, ganz kurz. Ich bin gar nicht mehr down, ja. Voll gut. Aber wahrscheinlich gleich tot. Ja, komm mal. Gucken wir mal, ne? 2, 4. 6, 8 SMG Assault Rifles. Alter, das ist so übel bei Deutschen gekommen. 5 Mann und schießen. 12 Schuss. Und eine Rifle auf die 4. Point blank, harte Deckung. Ja. Haben die anderen dann? Nee. Ja, die anderen schießen dann auf die. Beziehungsweise die Rifle auf die 5. Genau, und die anderen auf die 4. Genau. Ah, oh, sehr gut. Wir haben ja trotzdem 3 Treffer. Ja gut, das ist schon mal gut. Aber es sind 3 Veteranen. Stehen da noch 3 oder 4? 3. Nein! Nix! Ein Pin! Das war's? Ja, das war's. Gib einen Würfel! Komm! Ich muss chargen! Ah, ja, Thomas einer. Auf die Einheit vom Steffen. Steffen, ja. Da sind mehr als die Hälfte nicht in Deckung für mich. Nee, von dir aus nicht. Was? Die geht down. Genau? Ja. Wenn sie beschossen werden, gehen sie down. Also brauche ich die 5. Wie die 5? Die 5? Du gehst halt nur down oder sonst nichts. Du bist down. Du, wer schießt denn? Der aus die Tür da vorne. Das ist nicht weiter wie. Ja, Glück gehabt dafür. Thomas, jetzt mal wirklich. Das ist gut. Nur ein Pin, ja? Ja. Achso, waren wir da ran oder was? Ja. Bisschen schneller zu knacken. Ich. Stefan. Ja. Ich sehe wieder hier gleich das Feuer auf die 6. Auf den Trupp, der gerade geschossen hat. Mhm. Im Haus. Ja, auf der Trupp im Haus. Ja, auf die 6. Meinst du, das wird was? Du hast ja mich schon hinter der Mauer nicht getroffen. Ein Treffer. Ein Treffer. Ein Toter. Stefan, seine Powerlist nach. Gut. Musst du die weggemacht? Nein, das ist ein Pin. Ein Pin. Aber ich habe mich so aufgestellt, dass du noch feuern kannst. Das ist ja, aber gerade so. Sind die down? Nee. Nee. Ja, dann machen wir sie jetzt down, oder? Oder ja, mach sie down. Triff doch auch nicht. Ja, bin ich da sicher. Feuer, HE-Modus. Ich quasi auf die 5. Ja. Der Kraut hat auf die 3 getroffen. Ja, gut. Zusammen wär's eine 5, so ja. Nicht. Ah, fuck. Wir haben 2-2-2 bindet. Ja, und die Veteranen. Ja. Ich, George. Aufs Fahrzeug? Nee, komm ich nicht hin. Na, Kampf jetzt? Ja. Oh. Erstmal Befehlstest. Das ist super. Und das schaffen sie nicht. Oder? Warte mal, 9? Nee, 2 Pins leider. Einer zu viel. Okay. Ja, dann sind sie jetzt down. Ja, jetzt schießt halt immer mehr drauf. Ja, doch, ich hab noch die Einheit unten. Genau. Die hat, glaube ich, keine andere Ziele. Ich mach jetzt mal hier einen Run. Ich
Geh davon aus, dass du die nächste Runde wegkriegst. Die Osttruppen. Du bist ein Optimist. Wenn mit dir wenn keiner mehr die Gasse langkommt, ist die Gasse zu. Rap. Monte Cassino. Monte. Okay, dann machen wir auch gleich die zwei Osttruppler. Beziehungsweise müssen wir erst die fünf Osttruppler bekriegen. Wir haben aber die fünf Osttruppler geschafft. Da geht der Pin weg. Und ja, dann rennen die halt vor. Den entgegen, oder was? Oder soll ich einen Ambush machen? Nee, sicher doch erstmal hier, dass der, die zwei. Na gut, das hast du jetzt schon fast gesichert. Das machen dann die zwei hier. Genau. Und die fünf. Aber ich meine, mit denen können sie sich auch nicht anlegen. Lieber auf sich, auf Nummer sicher gehen und da hinten absichern. Bock, bock, bock! Ja, er hat recht, er hat recht. Das sagen die richtigen, die hätten alles besetzt, ey. Wir besitzen ja alles, ich bin keinem Haus drin. Ja, so. Moment mal, außerdem haben die Deutschen Frankreich besetzt, ja, wir befreien. Ja, wir befreien. Wir nennen sie befreien, ne? Die müssen dringend weg. Die zwei Jungs? Ja. Ja. Hauptsache mal weg, ne? Ja. Ah, ich zeig dir, was ich jetzt mache. Ich renne drüber. Ich zeig euch alle, wie das hier geht mit Amis. Jetzt sind sie down, gell? Ja, und nächste Runde machen wir sie tot. Mit zwei Osttrupplern. Ohne. Wer ist dran, Thomas? Ja, ich bin. Mein Spotter sagt jetzt einfach mal. Schieß mal hier drauf irgendwo. Naja, ich meine, hier ist das Missionsziel und da ist jemand, der mich beschießt. Hallo? Ja und? So, die da, wenn sie sich bewusst sind, MMGs, HMGs? Was LMGs, zwei LMGs, du Kacke. HMG haben die Deutschen noch gar nicht, oder? Naja, dann halt hier. Dann beziehungsweise lustigerweise ist jeder, der Miniaturen baut, sagt, jetzt deutsche MG wäre ein HMG, aber verbaulich haben sie ja keins, ne? Kannst du extra reinlegen, ne? In die Kerbe. Zack. Das ist leider. Ich zieh mein Fett noch so durch, weil du nicht. Kannst du da nicht schlafen? Kann er jetzt wahrscheinlich schon nicht. Ich kann nur sitzen und dann. Komm, Osttruppler, komm, komm. Komm nur ran. Das Sonderkfz, war das schon dran? Nee. War alles schon dran, der hat einen Würfel. Ja, ja, ja. Leider waren meine auch schon dran, aber. Mal rausfeiern. Oh, die Tür ist schon ganz dahin, ist schon ekelhaft. Da ist auch noch eine. Ja, die ist auch ganz dahin. Die da. Mhm. Ja, und hier ist noch eine. Ich glaube, ich mache einfach ein bisschen Feuer auf die, oder? Ja. Die zweite Pin kriegen. Genau. So, machen wir es. Miss mal bitte aus, ob das 24 Zoll sind für die Gewehre. Ja. Dann haben wir drei Gewehre auf die 6. Nix. Und ein LMG auf die 6. Da ist ein Hit. Ein Sechser mit der Wunde und keine volle Sechs. Einer tot? Einer tot. Ich steppe hin bei denen oder ist der weg? Nö, nee, die haben keinen. Aber das ist ja gut, weil hier steht so viel. Da ist auch der Winters. Ja, guck mal auf der anderen Seite. Noch ein Winters. Ich habe auch einen gehabt vorhin. Das ist so wie bei 40k, der hier mit dem Alpharion oder wie das Amigo heißt. Ja, ich bin Alpharius. Alpharius? Wie Spartacus, gell? Das sind doch mal Haare. Ich bin Spartacus. Waren das, ja? Ja, da laufen viele. Wer ist denn dran? Ich. Ne, bleib drin, ich mach ich. Ja, 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 ich muss mal gucken. Also vier Rifles auf. Scheißegal. Auf. Das Team, die müssen weg. Hier war es auf dem Steffen, der Deckung hat. Und lange Reichweite. Nicht lange Reichweite? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ist das die 6? Ja, kann reichen. Nee. Nee. Und du? Oh, ich darf auch.
Ja. Hier für die gibt es einen Advance-Befehl. Haben wir hier vor. In die Gasse von dem MG oder was? Die haben ja alle schon Befehl ausgeführt. Ja, aber die dürfen nächste Runde wieder schießen. Ja, sollen sie machen. Eine muss bis zur Ostfrei räumen, Thomas. Ja, mein SMG ist in Reichweite. Aber auf lange Reichweite, das heißt auf die 4. Weil ich sehe es nämlich 3 von 5. Ich bin down, ne? Ah, du bist down. Ja gut, dann ist es auf die 6 und die anderen auf die 5. Das SMG auf die 6. Da haben wir schon mal einen Treffer. Und 5 Gewehr ist es noch. Egal, ich mach mal die 3 auf die. Da sind noch 2 Treffer. Was ist hier los? 3 aus. 4 Treffer. Was ist das? 2 Treffer. Und der 6er? Ja, Veteran waren die, ne? Ja, immer die 2 bei der Kryptoine, genau. Das war ekelhaft, was hier. Ah, reicht nicht, nur heute, schade. Hey, ich sag euch, räumen hier noch alles auf. Ich nehme Pistole, mir noch einen. Tolika, der Würfel. Thomas macht weiter. Ja. Also das MMG-Team von Thomas ab ins Hotel. Kraut, wir können jetzt wirklich der Artillerie gebrauchen. Ja, ich denk's auch gerade. Nein, das heißt, ich komme. Einmal schön hier reingehauen, ne? Ja, keiner größer gesagt schlafen. Oder zumindest schwer, wir was einfach, ne? Beides wäre noch besser. Ah, hätt's mal in die Liste gepackt. Da sind wir gleich am Anfang überfallen worden. Bis die Artillerie umgedreht haben, um die Stadt zu schießen. Ja. Thomas. Ja, wo ist Liquid? Den sehe ich. Aber das ist nicht nötig. Also ich sehe den einen. Oder da hinten auf die 2 Kasper. Ach komm, auf die 2 Kasper. Die sind nicht down. Ich kann sogar noch down gehen, ey. Das ist sogar mal eine gute Idee. Ich gehe down. Okay. Ja, kleines Team down, lange Reichweite auf die Seaten. Na hier, die 2 an der Kirche. Heldenhaft. Ja. Nur weil ich down gegangen bin wahrscheinlich. Ja. Getroffen. Jetzt rennen sie weg gleich, Achtung. Unglaublich. Guck doch mal, ob es auch ein NCO ist. Leider nein. Dann geht aber, der hier, aber ich muss mal, testen. Dann ist er da schon sehr praktisch, direkt neben dem Grabstein, muss er sich auch nicht mehr drum kümmern. Ja. Vorher noch die Gasse, wo er getroffen wurde, den Namen noch reingeschossen, ne? Jetzt muss ich testen. Das reicht nicht, das hat zerstört. Wie angekündigt, jetzt rennen sie weg. Ja. Haben sie zu viel gelobt. Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, die töten mich denn. Dann habt ihr das auch gemacht. Muss man vorher ankündigen. Rot. Steffen. Ja. So, hier die Einheit in dem Haus. Schießt mit LMG auf die Airborne-Jungs auf lange Reichweite. Und es sind 5 Treffer. Das ist natürlich klasse, wenn die was treffen. Und wenn sie dann 4 Mann tot machen. Boah. Und 2 Sechser, eine Folge 6, dann stirbt der NCO und 3 normale Männer. Und es sollte ein Check sein. Minus 2. Ja, ganz schön. Und 3, alles gut. Aber 4, Airborne Mann tot, brutaler MG-Schuss. Wer den Würfel sagt, du? Rot macht weiter. Hier, die große Veteraneneinheit kriegt einen Run-Befehl. Und zwar müssen wir das jetzt so auspeilen, dass wir noch ein bisschen Deckung mitgekriegt. Genau, das ist die Deckung vom Truck vielleicht. Ne? Ja, dass wir ein bisschen Deckung mitgebaut kriegen. So. Das ist die 4. Runde, ja? Weiß nicht, ob die schon. Da ist ein Mörserbeschuss drauf. Wo ist ein Mörserbeschuss? Hier auf die da. Also nicht, dass er es so reinlegt, dass du. Ohoho. Sagst du ihm nicht denn? Aber wenn hier eh schon. Nur weil du mit ihm zusammenspielst. Ja, und jetzt geht er wieder komplett weg. Schau ja, die Deckung. Bring mich nur in Position. So. Okay. Flammenwerfer noch freischaufeln. Ich muss noch einen Würfel.
18. Ja, wieso habe ich dann 2? 1. Ah. Neue Würfel. Mein Flammenwerfer geht down. Dann explodiert er aber der Flammenwerfer. Dann müssen wir in Bewegung bleiben. Dann schießt das Team auf die, weil groß bessere Ziele haben sie erinnert. Ja, das wäre jetzt 12. Ja, das ist das mehr als 12, oder? Nee, 2 nicht. Also 2 Gewehre auf die 5 und 2 auf die 6. Die 5, nix. Die 6, nix. Und der geht down. Der Offizier. Offizier. Und ich gehe mit meinem Schäfer. Ins Haus. Kurzzeitig, ja. Lässt sich viel leichter entpinnen so. Dann sind wir durch. 5. Runde. Und los geht's in Runde 5 mit mir. Hier, die Osttruppen. Beziehungsweise nicht die Osttruppen, nee. Das LMG-Team im Haus, das nimmt nochmal die 2 Jungs hier aufs Korn und die Frage ist, ob du down gehen möchtest. Nett? Nee, für was? Dann ist kleine Reichweite und kleines Team. 5 Schuss auf die 5. 2 Treffer. Die müsste auch noch einen Pin haben eigentlich. Ja. Und ein Toter mit einer 6. Keine volle 6. Aber das ist der zweite Pin. Der NCO ist vorhin eh schon gestorben. Ja. Das ist ein Check mit minus 3. Scheißegal. Alles gut. Sind sie weg? Nö. Die nehmen noch die Miete ein. 2 Pins haben sie, ne? Ja. Stefan macht weiter. Ja. Er macht das jetzt allein. Der hüpft im Brunnen. Das sieht schon einer. Die deswegen ist das weg vom Boden. Rücken an die Mauer dran und feuern. Reicht mich doch an jetzt! Nein, ich will die umschießen. Und feuern. Das heißt, auf die 2 und auf die 3 ist das Weibe. Ja. Ich hoffe, wir sind weg in deren Ohren. Die haben die 3 gebraucht, oder was? Das ist jetzt einfach nur 1er, 2er und 3er Würfel. Und 4er von mir ist auch noch. Ja. Na, so ist ganz gut. 2 sind zu viel. 2 ist schon zu viel. Ja, das Check mit minus 3, schaffst du aber ganz gut. Jupp. Oh. Ja. Da ist die Flocken rein. Ja. Meine Airball muss umziehen sein. Dann geht's erst richtig los. Ja, ich mach weiter. Jetzt nicht wie bei Japan, da rennt der Letzte dann weg. Hier, die Ostgruppen. Machen den Check. Geschafft. Dann, ach, das Haus brennt, ne? Ja. Geh halt hin und schieß. Ja, das geht nicht mehr so gut. Ja, du kannst auch durchschießen durch die Ruine. Ist doch wurscht. Du kannst die auch ignorieren, also die machen jetzt wirklich nichts mehr. Pin mag er halt. Recht. Hier, 6 Zoll vor. Du hast dich schon im Griff dort. Zack, zack. Und jetzt hier, bewegt, lange Reichweite, kleines Team, Osttruppen, alles dabei. Das sind 2 Schuss, halt, so rum. Auf die 7. Bop. Nix. Aber die rennen hier rum wie vom Affen gebissen. Energy Drinks. Suche Daseinsberechtigung. Thomas ist dran. Ich mach die dann wieder weg, weiter. Bevor du da einen Mist machst, direkt mit dem Wasser drauf hören wieder. Ja. Ja, gut. Jetzt auf die 5, ne? Thomas. Ja, der Mörser nochmal. Bis er trifft. Der Trupp war da vorhin ganz gut, ne? Bitte? Der war da vorhin ganz gut, der Trupp auf dem. Die 4 auf jeden Fall down. 4 Rifles hier unten wieder drauf. Ist down? Ja. Also, das hat der vorhin alles geholfen. Die 6 wahrscheinlich. Wo ist er, Deise? Ne, wobei, eine Fenster war vorhin noch kurzer Reichweite, das andere auf lang. Ja, 2 auf die 5. Ja. Also 2 auf die 5 und 2 auf die 6. 5. Batz. 6. Ist doch erst down gegangen, oder? 2 schwerer zu treffen. Ja, deswegen die 6. Weil der vorhin schon. Ja, achso, das ist das Reichweite.
Okay, also zwei Würfe. Und einer tot. Aber nicht der Schärfer. So. Thomas. Gut. Inzwischen haben wir da oben auch ein MMG-Team in Action. Ein MMG. Ja, als weiter. Auf dieselben zwei? Ja, was denn sonst? Ja, was denn sonst? Flammenwerfer-Team, wenn das siehst, aber das siehst du nicht wahrscheinlich. Jetzt siehst du halt die 7. Jetzt siehst du halt die 7, kleines Team down und du siehst noch einen von zwei. Ich dachte, keine lange Reichweite, ne? Das hat keine lange Reichweite. Ja. Was ist das überhaupt? MMG? Ne, 5. MMG 5. Ja, mach doch nichts. Kleines Team down und decken. Reicht schon. Ja, egal, die sind trotzdem bekannt. Andererseits könnte ich auch auf die da schießen. Da hätte ich wesentlich mehr Spaß. Wo die sind lange Reichweite und du siehst nur 4 von 10. Ja, dann sind sie halt in Deckung. Aber eine Down und so. Down und sie sind kein Small Team. Es ist deutlich besser zu schießen auf die, ja. Ja, das ist die 5. Das ist die 5 auf die, ja, ich schieße auf die. Ja, okay. Ja, ein Treffer. Thomas? Boah, nee, was ein Freizeitstress. So, die hier wollen auf die schießen, machen wir erstmal einen Moraltest. Wir haben ein Schiff in der Nähe. Weg. Ja, kleines Team. Ja. Down. Down und ein Pin. 7. Sind das noch zwei Typen? Nee, nee, das hier sind mehr. Da sind noch drei Stück drin. Okay. Keine Deckung. Kleines Team, ja, down. Sonic. Thomas. Wie viele Flaschen du noch? Noch zwei dann. So viel wie ich hab. Die haben geschossen, die haben geschossen. Was haben wir hier noch? Hier sind noch, oder? Das war das LMG-Team, die haben auch geschossen. Ja, hier ist noch ein Einheit. Ja, genau, die haben ja noch. Haben noch ein bisschen was. Ja, ich hab da noch. Da ist auch noch ein Einheit. Da ist auch nichts drin. Aber die sehen, glaube ich, dieses Team überhaupt nicht. Die haben keine Sichtweite. Also, die stehen genau hinter der Krypta. Ja, dann komm mal raus jetzt. Nee. 3 Zoll müssen die da erstmal rankommen. Wir sind in der 5. Runde, ich komme jetzt noch nicht raus. Mit 12 Zoll kann ich... Nee, noch nicht. Alles Angsthasen hier, gell? Andererseits habe ich nichts anderes zum Beschießen halt. Ja, geht ein Ambush oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Das sieht mit allem in den Ambush hier außen rum, wenn es einer vorbewegt. Ja, Ambush. Steffen. Ambush. Ja, mein 222, geht es mir wirklich los für Safari. Hier. Eine Drehung. 6 Zoll auf die Straße. 6 Zoll nach vorne. Ah, ich will mit dem hier noch feuern. Denk dran. 12 Zoll weiter vor, was mit Ronnies. Okay. Fertig. Jetzt ganz gezielt die Querschläger. Ich schieße direkt in die Seitenpanzer. Tarik. Ich darf? Ja. Wo greifen wir denn an? Das Auto. Ne, ich fang hier an. Mit 3 Pins. Da gab es auch so einen Stalingrad-Film, wo genau so eine Szene war. Wo die auch Zack. So einen Panzerturm genommen haben. So einen Schütze, der gegen den Panzerturm geschossen hat. Ja, ich kämpfe gleichzeitig. Komm ran, Junge. Oh. Ich will schon mal ein paar. 3, 4, 5. Warte mal, 3. 5 sind's. 4 und ein Ride. Oh, da hat's gereicht. Ich positioniere mich neu. Thomas. Die 6 neu positionieren. Jo. Ich bin durch.
dran bin. Nee. Ja, der positioniert sich noch neu. Ja, ja. Ich bin schon weg. Ja, komm, die geht down. Solltest du. Geht auch ein Ambush aus. Ja. Achso, da steht ja noch der Mann, gell? Ja, ich versuche auf jeden Fall mich dann abzuschießen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja, mach doch. Jetzt lass mal einfach nur kurz der Kollege sich bewegen. Ja, der positioniert sich schon, mach doch. Neu positionieren. Hier der Test. Fuba. Fuba, Eigenbeschuss. Ja, ich habe auch keinen Gegner in 12 Zonen. Dann rennen sie einfach weg. Dann gehen sie down, oder? Nee, dann weg. Dann ist Flucht und dann rennen sie einfach weg. Die Zone ist frei gleich. Das wäre halt geil, weil das jetzt wegen. Oh je, oh je. Fuba, der eigene abgeschossen. Lieber down bleibe dann. Okay. Einfach vom Missionsziel weggerannt, ne? Na, ja, nicht. Das ist innerhalb von 3 Zahlen, ja, ne? Du bist dran. Nein, ich glaube nicht. Die haben das nicht. Fuba kann ich kein Missionsziel halten. Ja, aber wer ist das hier? Das ist auch die, der, aber das ist ja, auch. Der ist wahrscheinlich in der Nähe. Ja, aber das sind keine 3. Die halten das nicht. Doch, ich nehme es eh noch ein. Sicher. Ja, ja. Sehen wir dann. 6. Ein paar Mal an den Tisch geklopft, ne? 8, 9, 10 Schuss auf den 6. Mit was schießt du? LMG auf den Trupp hier. Im Haus wieder? Ja. 3 Sechsen. Und da steht einer. Hab ich ihn aussuchen darf? Nee. Einer tot. Jetzt ist noch ein kleines Team dazu. Ja. Nur sind ja viel mehr wie 3. Nee, nee, die 3 gehören nicht zu denen. Ach so. Die warten einfach bis Fenster frei ist und dann geht's weiter. Das ist der Chef, der schreit nur rum. Das ist der Chef, der schreit rum. Der muss aber demnächst dann auch wieder dahinter zum Missionsziel halten. Also in der 6. Ist da keiner mehr? Ja, in der 6. Runde geht er dahinter. Ja, dann merkt er, oh, ist zu spät, schade. Verrafft. Ich? So, wie ja, war's schon 7. Runde? Echt jetzt? Ja, und du? Ja, und du? Genau. Ich muss eigentlich mit denen warten, bis hier was passiert. Mein Flammenwerfer. Mit denen, ah, die sind schon down, oder? Hier, ich würfel den Ambush, wenn ich rauskomme, schieß halt einfach tot. Feuer drauf, irgendwas hier. Reicht das noch, oder? Ja, schießt auf irgendwas. Einfach stehe und Feuer, Mensch. Wer denn? Wer denn jetzt hier? Die Einheit. Ja, warum nicht, oder? 24 Zoll bis da hinten. Das ist doch nur 2 Gewehre. Soul Drive hast du doch, oder? Ja. Nee, 18, ah, okay. Ja, und die meiste stehe ich in einem LKW. Tja, versperrt halt auch selbst die Sicht, ne? Der LKW. Ich könnte auch einfach versuchen, hier vorzurennen. Jetzt 10 Mann an. Ja gut, rennt später eh raus, dann gibt es Unentschiede. Ich bleib einfach stehen. Gib dir doch einfach ein. Das Problem ist, dass du auch hier noch Mörserbeschuss. Weißt du? Ja, einfach in den Ambush gehen, damit der Pin-Marker weg ist und dann können wir immer noch später drauf chargen. Gute Idee, Ambush. Pin geht weg. Und ja. 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 Das war wirklich gute Idee. Du bist dran. Ich hab noch Last Man Standing oder was? Alter, der geht jetzt gleich auf. Feier. 6 Schuss. Auf meinen? Ja, Reichweite muss ich mal messen. Der ist mehr als 18. Ah, ja. Krass so. Lange das war, das war alles mal ausgepeilt. Auf die 5. Das war Jürgen und so, alles dabei. Ja, ja. Stimmt. Wer war jetzt? Tot. So, fertig, ich bin tot. Hast du keine mehr, gell? Ne? Hm. Würfel raus. Kraut. Ich hoffe, ich habe lange genug aufgehalten. Mit meinem Lieutenant noch nicht? Ja, der geht down. Thomas? Nix. Mein LMG-Team hier drin, ich habe noch 2 Würfel im Sack, schießt auf die Einheit. Ja, das darf der Thomas nicht machen. Darfst du nichts machen? Ich muss nichts. Das sind noch 2. Das ist mein Chef, der da drin steht. Ja, du hast recht, weil er mit wenigstens Pin-Marker. Hier, LMG macht 2 Hits. Da gehen Ambush weg. Und die Gewehre machen 3 Hits. Auf was? Auf die Einheit hier am Fenster. An welche? Die mit dem Winters. Haha, die hier drüben. Die? Ja. Nix. Egal, 5 Treffer auf die 6 ja, ist schon gut. Und der letzte ist der Flammenwerfer. Warte auch noch mit dem. Ja, der macht sich halt immer noch in die Hose. Ja, down. Ja gut, so, wenn er im richtigen Moment kommt, ist alles gut. Ja, Runde 6 geht los und Thomas zieht meinen Würfel raus. Warte. Bist du auf dem zweiten Stock drin, hier, oder? Ambush, Missionsziel absichern, nimm 2-2-2, Scout-Kar, geil. Thomas, neue Würfel.
Rot. Gut, dann teste ich gleich schon meine Ostruppler hier hinten. Ja, genau. Richtig. Und zwar 4 und 4, ist die 8. Das reicht genau, weil sie keine Pins haben. Und dann bewegen sie sich wieder ans Missionsziel. Thomas, neuer Würfel. Ich muss hier so ein bisschen in der Ecke stehen, weil die Kamera laden muss. Aber Stefan? Stefan. Ich habe da nicht mehr so viel. Dann gebe ich denen hier auch einen Ambush. Keine siebte Runde spielen. Rot. Komm, wir machen jetzt die sechste Runde. Alle einfach jetzt erstmal einen Ambush. Ihr, dich, ne, die braucht nicht. Ja, dann Befehl. Nee, ich gehe dann vier. Und zwei, jawohl. Müssen wir bitte jemand ab hier mit 12 Zoll nach vorne. Die zwei Ostruppler, die. Hier hin, nee, geradeaus an der Mauer entlang, ja. Warum, das hilft doch nicht so? Doch, ich mag nicht vor dem MG stehen. Oh, es wäre gut zu wissen, was ihr macht, ne? Ich mach nichts. Was heißt wir? Du. Ein Busch, was sonst? Falls es noch eine siebte Runde gibt, latsch die hier vor mit einem Run-Befehl. Ich würde sie mal vor, oder? Ja, in einer Schlangenlinie an der Auswand lang. Gut, neue Würfel, Thomas. Dann bin ich schon durch. Jetzt bist du mal dran. Nee, quatsch mal, du bist hier noch. Ah ja, dann feuer erstmal dein Mörser. Achso, der Mörser auf die 4. Ah. Ich muss hoffen, dass er trifft. Oh. Sehr gut. Jetzt in der siebten Runde dann halt. Genau am Schluss sind alle vorgerennen. Rot. So schön, ne? Ich hab's aber nirgends mal hin, ne? 36 Zoll. Ja, Quatsch, eigentlich sind die aus dem Spiel. Bringt nichts mehr. Ja, eigentlich sind sie aus dem Spiel, hat er vollkommen recht. Deswegen geht's in den Ambush. Und dann sind wieder eingeschlafen. Ja. Thomas. Jo. Das Team hier vorne feuert auf die. Kein Ambush. Nochmal Feuer? Ja. Muss down gehen, ne? Eigentlich. Ja, mit dem Zug. Erstmal muss ich einen Order-Test machen. 9, 11, Schiffe da. Hier ist down, ja? Mhm. Ein kleines Team und down und du auf einen Pin auf die Sieger. Ja, hab ich. Du? LMG. Mein MMG geht in Ambush. Mhm. Die Einheit hier. Auch auf die feuern. Und dann muss ich mal aus dem Order-Test machen. Ja. Danke, Sachsen. Ja, kleines Team und wie? Moment, wir sind ein bisschen weg. Kommt an welches Fenster? Nein, nee, so oder so, lange die Reichweite da nicht sieht. Nee. Danke. Kraut? Ja. Mein glorreicher Offizier geht in Ambush hinter. Nicht down? Nee. Thomas? Das ist jetzt Runde 6 oder was? Ja. Sieht gut für uns aus. Was? Dein Offizier hat schon vergessen, dass er rausgeht wieder, gell? Ja, das mache ich jetzt auch. Dann wärst du sogar Weltklasse. Dann wird's wirklich gut aussehen. Warte mal, dass er den im Notfall später weg, wenn es so eine Runde gibt. Ja, wenn es so eine Runde gibt, dann wird's los. Ne, gerade wenn es so eine Runde gibt, könnt ihr noch gewinnen, die sind ja zu weit weg, oder? Also Offizier, Missionsziel ein. Thomas, bist gleich nochmal dran. Warten der alles? Ich habe alle meine Einheiten eingepackt, hier vorhin. Aber wisst ihr, nur die, die gestorben sind, sind die Helden, ne? Ja, die Einheit hier. Ich bin stößes Hero. Die schießt du das MG, weil es einen Ambush hat. Ja, genau.
Also, das sind drei Gewehre, lange Reichweite, schwere Deckung auf die 6. Und nochmal 5 Schuss vom LMG auf die 6. Noch keinen Pin, großes Kino. Ich. Ein Ambush, zwei Ambush. Ja, da geht's jetzt los, ne? Die Einheit Pioniere, Grenadiere rennt los. Oder lass nochmal den, den Mann, Down geben, oder? Das, das, ja, das war letzt, oder, ja, ah, ja, mach. Ja, ich renne jetzt einfach vor. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier den, das ist uns, wir müssen es auf jeden Fall mal so ein bisschen unter Druck setzen. So, zwei Ambush werde ich dann natürlich lösen. Noch zwei? Weil ich hier einen hab und da einen hab. Ach, du hast nur zwei. Momentan schon. Ja, gut. Da kann man das schon auf Feuerwinkel brauchen, mit dem, dass ich ihn drauffeuern kann. Ja. Das ist ein Mörser, aber das ist blöd. Egal, wenn der Mörser das einmal schießen kann, halb so wild, Hauptsache sterbe ich sonst. Cool. Ja, gut, jetzt krieg ich halt eine Runde ein paar Ambush ab. Ja. So, das ist LMG von hier oben, 5 Schuss auf die 3. Das ist ja mit dran, ne? Das sind 2 Stück. 6er nochmal. Eine. Also hier Gewehrmann, da ein Gewehrmann. Ja, das wird auch schon durch den Schuss umgefallen. So, und hier drüben haben wir 4 Rifles. Fast schon eine Reichweite. 4 wahrscheinlich. Das ist ziemlich sicher eine Reichweite. So, das waren ja schon 2. Und 2 Tote. 6er gleich nochmal. Die Pins sind alle von der Einheit der Kleinen, oder was? Nee, ja. Die 2 sind hier dabei. Sehr gut. Thomas, letzte Einheit. Und das war meine letzte Einheit. Ja, ist jetzt halt die Frage, ob die Runde vorbei ist oder nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier raus chargen. Also die machen jetzt so, die Run. Sind natürlich nichts, ne? Ja, deswegen, aber ich gebe da einfach mal ein bisschen Feuer. Nächste Runde. Zu weit, ne? Also hier hinten war noch eine Einheit im Ambush. Nein, ich habe mich verschätzt. Ich löse auch mal einen Ambush aus. Ja, ja, klar. Dann gehe, ne? Feier, das muss ja reicht, okay. Ja, das ist auf die 4. Ja. 6 Schuss. Auf die 4. Einer. Und noch keiner tot, ein Pin-Marker. Ich löse meinen Ambush hier auch. Ja. Auf HE, das hat vorhin so gut geklappt. Soll ich dich weg HE oder was? Ja klar. Kriegst du 4 rein sogar. Wir haben wir einfach treffen. Ah ja, gut. Ja, zweimal. Die 3. Zack. Ja. 2 Treffer. Ich leg's nebeneinander, hast du 4 Stück drin. Und so 4 Stück auf hast die. Du, hast du gar schon. Dann kannst du so legen. 3 und dann nebendran hast du alle sogar drin. Manche schlägst du alle drunter oder was? Ja, auf jeden Fall. Warte mal, ich hab doch die Schablone hier. Ja, mach doch einfach Würfel. So sind 3, 2 tot. Ja. Und 6er nicht. Wie viele Pins gibt's? 2. Ja, ja, immerhin. Ja. Und der letzte Würfel? Du musst irgendwas von mir sein. Ah, mein Flammenwerfer. Naja. Da kommt es hier auch aus dem Rattenloch raus. Schmeißt dich einfach ans Brunnen. Zack. Und das war's. Und jetzt war sie der entscheidende Würfel. Ich würfel. Tony gewürfelt. Ja, geht weiter. Runde 7 oder was? Ja. Ja gut, okay. Und die letzte Runde geht los und zwar mit mir. Ja, hier, zack. Wollen wir feuern mit der Maschine? Flammenwerfer. Oder Flammenwerfer. Und der Flammenwerfer, da ist gut, da ist geregelt. Ah, der Flammenwerfer. Endlich in Reichweite. Den habe ich gar nicht mal gedacht. Das zerstört sich jetzt erstmal die eigene Einheit weggenommen. Der 6 Zoll kann nach vorne, also bis ganz nach vorne. Zack. Und dann ist quasi passiert. Bewegt und Point Blank gleicht sich aus auf die 3 Plus Drifter. Treffer, W6, Hits, sind 5 Treffer. So weggestapelt. Ja, da sind sie weg.
Durchschlag plus 3, verwunde ich dich auf die 2. Mhm. Noch Benzin. Und Benzin geregelt. Ja, warst okay. Du eigentlich mehr oder weniger. Ja, jetzt ist eigentlich. Ja, ein Würfel raus. Der Stöße kommt mit nichts mehr hin. Und alles kriegt er nicht weg. Ich bin nicht so sicher. Was? Das wird nichts mehr hinkommen. Achso, was ist da noch was drin, ja? Ist da noch was drin? Ja, ja. Da noch ja, was ja. Drin? Also, da noch was drin? Auf jeden Fall. Ja, die kommen nicht mehr hin. So. Machen wir erstmal den Mörser. Hm? Das ist ja leider. Wo ist der Würfel für das Ding, ne? Du hast nichts gemacht mit dem? Das hab ich gemacht. Ich hab. Du hast schon das. Nee, du bist mit Flammenwerfer vor. Ah, ja. Ja, 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 hätte man jetzt gesagt, auf gell? Auf jeden Fall halt jetzt erstmal den Mörser, weil das kann. Ja, der trifft jetzt auf die 3 mittlerweile. Ich überlege gerade, ob ich down gehe. Ich gehe auf jeden Fall down, dann sterbe ich nicht. Ja, gut, bin ja auch nicht mehr viel. Nein! Egal. Oh Mann. Ich bin schon ein Monster, wenn ich das sage. Ich. Ich gehe mit dem alten down oder was? Nee, oder, ja, down oder ich nochmal Feuer geben, auf so einen Trupp, der rausrennen könnte. Ja, gut. Ja, wobei. Ja. Komm, wir können sich ja nochmal die Rasttruppen darüber springen. Hier, die. Ja. Okay. Geht ein Pin weg. Und dann. Halt mal hier vor. Ja. Mach mal die Tür. Warum? Ich wollte die Tür zumachen. Wieso kann er rauschargen? Ja. Wäre eh das Beste dann. Auf dem Haus kann man nicht raus angreifen. Natürlich. Genauso wie auf dem Auto aus allem. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Oder kann man nicht doch. Angreifen. Ja, schon ja, fünfmal nachgeguckt. Im Turnier hat jeder behauptet und es hat halt nicht gestimmt. Dann kann ich so aufstehen gegen den Ambush. Ja, und das ist gleich wie aus dem Auto. Hier, zack. Dann geht's auf den Ambush. Ich hab gewusst, dass man aus dem Haus raus angreift. Ja, aber was ist denn? Das haben wir doch auch schon gemacht, wo wir durchs eine Haus rein, schon. Auf der anderen Seite rausgecharged sind. Das war natürlich Quatsch, aber aus dem Haus kannst du auf jeden Fall angreifen, genauso wie aus dem Auto. Ich sehe ja nichts mehr. Na, da könnt ihr ja nicht rein angreifen. Ist da einer im zweiten Stock irgendwo? Mhm. Ja, da ist noch einer drin. Machen wir nochmal einen Feierbefehl. Auf die nächststehende Einheit, ich glaube da oben wieder, ne? Hier? Dritte Haus, glaube ich. Ja, ja. Hier? Ja, da komme ich hin. Auf die 6. Aha. Also ich könnte aus diesem Fenster nicht auf die schießen, von dem Winkel her. Auf dieses Fenster? Ja, es sieht, also es ist nicht so das Problem. Also ich sehe das, ich kann da ganz normal drauf feuern. Okay, gut. Also ist jetzt kein krasser Feuerwinkel oder sowas. Kann ja auch eine direkte Linie zuziehen. Nee, du musst ja nur das Haus sehen, das ist ja kein Problem. Nee, ich muss das Fenster sehen. Ja, mach ich auch, aber das ist ja von der Seite. Gar kein Problem. Okay. Kein Problem. Auf die 6. Ja. Einer. Und keiner tot. Tor. Ja. Dann. Charge aufs Flammenwerfer. Ja. Genau so machen wir das. Bis bei dem Order-Test. Ja. Rein theoretisch kannst du deinen Ambush auslösen, wenn er sich neu positioniert, wenn er in Nahkampf gerät. Ne? Du kannst deinen Ambush auslösen. Ja, bei jeder Bewegung. Ja. Aber er muss sich ja nicht neu positionieren. Doch, eigentlich schon. Kein Weg. Ja, ich glaube auch nicht, dass du es machen musst. Kann doch jetzt auch draufschieben, oder nicht? Nee, so, Team, wir sind eigenen Weg. Kann er nicht. Wer hat denn einen Busch? Wieder. Achso, ja gut. 2 tot. 4 plus, ne? 6, 2 Sechsen. Ja, okay. Mach dich neu positionieren? Ja, die im Ambush sind. Das müssen wir gleich mal nachgucken, ob das machen muss oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich muss. Ich kann mich neu positionieren. Ich würde auch sagen, weil das ist ja. Ja, dann bleibst du stehen. Das ist ja keine logisch. Flucht oder sowas. Ja, ist logisch. So, halt schon! Da, der schießt gleich. Nö, bleib stehen. Wann ist die aus dem Haus? Ja. Thomas? Auf die du gerade geschossen hattest mit dem MG. Wärst du mal im Ambush gegangen, gell? Ja. Das MG schießt auf die Einheit. Boah, hier ist ja auch noch was. Da sitzen auch noch welche drin, ne? Auf Schießen kannst du keinen Ambush. Wir dürfen den Beinfall sagen, wir drin. Natürlich kann ich auf dem Firebefehl keinen Ambush auslösen. Nee. Nee. Nur auf Bewegung leider. Nur auf Bewegung. Bei K47 geht's, aber. Hol ich leider nicht. Das
sind 4 Treffer. Und 3 Tote. Nur 3 Tote. Was, 3 Sechser oder was? Ja, aber das passen die jetzt auch. Hier. Tja, wenn sie mal down gegangen. Alles gut. Ja. Aber? Ich. Ist hier noch eine Einheit drin? Ja, ja, ja. Hier auf jeden Fall ein Nährbusch. Und hier hast du noch welche, ne? Rot. Das ist mal 2-2-2. Der kriegt einen Feuerbefehl auf die Jungs. Mhm. Und zwar mit 2 HE. Mhm. Auf die 3. 2 mhm. Treffer. 3 Mann halt. Mhm. Ein Toter. Und keine Folge 6. Und ein Pin. Alles gut. Die Drückeberger da hinten. Nee. Gehen down. Auch einen Daumen gewürfelt, sehr gut. Thomas. Da ist noch was drin, oder? Ja, ja. Und da auch. Ja, mit der. Kleiner Einheit will ich draufschießen, dann später angreifen. Hm? Der kleineren Einheit will ich draufschießen, dann mit der großen angreifen. Ja. Na, erstmal schießen wir mit denen hier, genau. Oh, die, ja. Ja. Wie viel sind das noch? 2 Stück, genau. Batz, batz. Also, du kannst, wenn die einer im Ambush ist, auf die Schreie, dann darfst du dann Ambush. Was, die, du rennst weg. Das waren 2 Treffer, das waren keine. Ah, echt? Das waren nur Treffer? Ja, das waren einfach nur Treffer. Wenn die einer geschossen hätte, kein Toter, nur Feuer. Die im Ambush ist. Dann hätte ich zurückgefeuert. Ah, echt? Das wusste ich gar nicht. Geh nochmal. Sorry. Wenn du auf eine Einer schießt, quasi die im Ambush ist, dann darf sie ihren Ambush auslösen und zurückschießen. Ja, genau. Aber du das wusste ich nicht. Genau, das wusste ich nicht. Mich hat das nämlich schon 1000 Mal geärgert, dass man nicht auf Einheiten den Ambush auslösen kann, die feuern. Das ist auch logisch eigentlich. Ne? Ja, bei K47 gibt es extra Reaktionen auf sowas. Du kannst wegrennen, wenn einer schießt und du kannst zurückschießen. Ah ja. Das ist jetzt schon mit denen hier nicht verkehrt. Charge. Okay. Dann guck mal an. Mach auf jeden Fall ab. Nee, durch Befehl. Aber jetzt kann ich mal in dem Moment. Ach so, ja, dann. Jetzt kann ich mal den Busch eigentlich auslösen. Ja. Durch die Feuer. Du dafür. Mach ich auch noch. Machst du mit dem G hier, ja? Aber vielleicht kommen sie ja an. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Ja, du auf die 4. Auf die 4. Ja, weg, was nicht trifft. Und auf die 5 oder 6. 2 tot. Gut, ich habe auch noch ein MG. Ich muss nur kurz gucken, wie es hier aussieht. Das ist ja nämlich schon blöd, gell? Ja, aber wenn du aus, kommst du noch hin. Bist du sicher? Kannst du? Moment. Du kannst nicht. Ja, aber einfach muss wegbleiben, von daher. Zorn an der eigenen vorbeischießen. Das geht nicht. Aber er kommt ja erhöht aus dem Links raus. Das ist eigentlich eine Treppe. Deswegen bist du über die Köpfe drüber. Ja, egal. Komm, bei 4+, mach das bei dir. Ja, das ist einfach, genau. Ja, darf er, komm. Ja, darf er. 3 Treffer mit dem MG. Mhm. Nichts mit den Gewehren. 2 Tote und der 6er, keine Folge. Einer noch? Ah, ne, 2 noch. Nee, ich habe noch den Ambush und den. Die Jungs mit 3 Sturmgewehren. Das ist ein ganz normales Abwehrfeuer eigentlich. Aber selbst. Ja. Ja. Ja, die hätten es halt auch unter 6 machen dürfen, aber. Auf die 5. Ne, auf die. Die 3, oder? 3. Bin ich. Ne, 2 Pins. Auf die 4. Ne, du machst aber Abwehrfeuer. Also, das ist schon. Ne, er löst einen ganz normalen Ambush aus. Ein Ambush darf doch. Da bin ich mir sicher. Er darf einen ganz normalen Ambush auslösen. Bist du sicher? Ja. Ja, dann mach. Was ist der Unterschied? Das ist doch selber. Ja, das soll nicht auf vollen Black werden. Hm. Mach doch einfach erstmal und. Ist eh nichts passiert. Genau. So, und jetzt gibt's Nahkampf. Genau. Einer ist übrig. Einer hast du noch? Das sind 2. Zwei, ja. Ja. Und du hast sogar Anfang. Bam! Ekelhaft. Hier meiner. Okay, da ist ein Dreck. Was? Wieso? Das sind 3 Stück? Wieso schlägst du nicht mit rein zurück? Weil, du vorher angreifst. Ja, ich hab. Ach so, ist dann 2 weg. Ja, genau.
Jesus, ich kann es gar nicht fassen, dass er mich so ein bisschen freigeräumt hat, gell? Komm jetzt aber einmal neu positionieren. Jetzt ist alles gelöst, dann kannst du dich irgendwo da in den Weg stellen. Ja, das war der Sieg. Ja, das war's. Für die Amerikaner. Das kriegen wir nicht mehr weg. Nee. Ja, ihr habt aber auch alles gut hier hinten noch. Naja, ich glaube, da wird nichts mehr. Die gehen down am Missionsziehen. Ja gut, die können ja eh nichts mehr machen, ne? Nee, nee. Du hast noch irgendwas? Du hast noch was, Crowd. Ja. Ja, damit krieg ich keine zwei Einheiten weg. Ja, meine letzte Einheit schwer, ja. Ganz hinten geht auch down und du hast noch das. Offizier geht down. Ah, der Offizier, okay. Und die halt hier noch. Und die gehen einfach mal. Hey Chris, ich hab den hier eben von hinten gar nicht als Amerikaner erkannt. Getarnt, hä? Ja, weil der so ein bisschen grünlichere Uniform hat, hab ich mir gedacht, so, ja, da steht ein Deutscher. Wo kommt denn der her? Ja, die können nochmal feuern, oder? Ja, das ist, bringt aber nicht mehr viel. Ja, bringt nichts, weil du kannst maximal... Eine Einheit töten. Genau. Und selbst das wird schwierig. 18. Ja. Das SMG kommt sogar auch noch hin. Alle dürfen alle feuern auf lange Reichweite und bewegt. Aber das ist. Was? Kannst du auch schlossen? 4, 6, 8. Auf die 4. Mit denen? Die 3 Mann oder was? Wahrscheinlich, ne? Nee. Ich meine auf die 3 Mann. Auf die 3 Mann, ja klar. Zack. Und nochmal die Rifle auf die 5. Das habe ich gesagt, 4 sind wichtig, ne? Mhm. 4 Stück. Krieg ich es aber jetzt nicht wert. Doch, 3 Stück tot. Schüler regelst du Winters. Gut, 3 Winters, 1 hätte ich gehabt. Ja gut, wenn du halt auch 3 Winters auf dem Tisch stehen hast, ist klar, dass einer von denen überlebt. Okay, das war's. Wir haben nichts mehr. Sind mehr wie 3 Zoll, oder? Sind mehr wie 3 Zoll, ja. Da wollen wir uns jetzt auch nicht den. Ja. Ja, komm, Stöß hat wirklich heldenhaft verteidigt. Ja. Oder eingenommen, oder was auch immer. Das Spiel. Thomas, war super. Tarek, war super. Ah ja, auf jeden Fall, war eine coole Mission. Achso, sind wir hier noch im Film? Ich da vorne aufrufungsvoll aufschreiben lassen. Ja, Freunde, das war's. Es war sehr geil, dass ihr da wart, ihr zwei Hessen. Und irgendwie geschichtlich total unkorrekt. Ja. Die Fallschirmjägermission soll doch eigentlich für die Amis in die Hose gehen. Kraut ist, wie wir das nächste Mal besser machen, das hat jetzt so gut geklappt. Es hat auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht, mit euch zu zocken und ich hoffe, wir sehen uns wieder irgendwann. Und wenn euch das Video gefallen hat, nagelt den Daumen drunter und sagt uns in den Comments Bescheid, wie es war. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn dann. Gute.